Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns wahnsinnig, dass von der Sekundarschule 3 und von der Sekundarschule am Schwanenteich einige Schüler heute hier sind. Wir wollen heute einen offenen Dialog mit den Oberbürgermeisterkandidaten durchführen, denn am 28. Februar sind Oberbürgermeisterwahlen und alle ab 16 sind wahlberechtigt. Am Anfang möchte ich noch euch darauf hinweisen, dass wir nebenbei Fotos machen und auch ein bisschen gefilmt wird. Braucht euch keine Sorgen zu machen. Aber rein rechtlich muss ich das natürlich mit sagen. Gut, kurz zum Ablauf. Ich begrüße euch gerade. Dann werden die Oberbürgermeisterkandidaten sich gleich vorstellen. Dann machen wir eine kleine Fragerunde. Wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht. Und zum Schluss seid ihr dran, eure Fragen zu äußern, wo ihr hoffentlich viele mitgebracht habt. Ja, dann wünsche ich euch auch allen einen schönen guten Morgen. Und zwar wollen wir jetzt beginnen, die Kandidaten vorzustellen. Zu meiner Linken sehen Sie den Dr. Volkmar Kunze und die Frau Margarete Späte. Und zu Jenny, Ihrer Linken, sehen Sie Herrn Andreas Exler und ganz links außen den Herrn Christian Thieme. Und ich erkläre jetzt mal kurz nur die Spielregeln, wie wir uns das heute vorstellen. Und zwar wollen wir jeden Kandidaten zunächst einmal die Möglichkeit geben, sich selbst kurz vorzustellen. Das soll nur 1 bis 2 Minuten gehen. Und danach stellen wir eine Frage abwechselnd und die Kandidaten können dazu ihre Antworten geben. Ich würde bitten, den amtierenden Oberbürgermeister zuerst sich einmal vorzustellen und kurz zu erzählen, was ihm so wichtig ist. Na gut, in 2 Minuten ist nicht viel zu erzählen, da kann man sich vorstellen. Also Volkmar Kunze, ich bin seit dem 1. Mai 2009 hier in der Stadt Oberbürgermeister. Ich bin von Haus aus Geburt an Radebeuler, also Kernsachse. Ich habe nach meiner Schulausbildung den Beruf des Zerspannungsfacharbeiters gelernt, im Druckmaschinenwerk Planeta. Das ist heute sowas wie der gibt es einen ähnlichen Begriff. Aber das ist vom Prinzip Bedienen von Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und also diese gesamten Arbeiten der Metallbearbeitung. Habe dann im Fernstudium bis zur Promotion als Politologe studiert. Spezialisierung ist Gewerberecht gewesen, Verwaltungsrecht. Bin seit 1988 in Verantwortung in Kommunen, 1994 bis 2001 in Radebeul, 2001 bis 2008 als stellvertretender Oberbürgermeister Lutherstadt-Wittenberg und seit dem 1. Mai 2009 Oberbürgermeister hier in Zeitz. Wenn ihr es noch familiär wissen wollt, ich bin unterdessen 33 Jahre während dieses Jahr verheiratet. Habe 5 Kinder. Von den 5 Kindern, die sind nun alle Flügge, habe ich bislang 4 Enkel, die sich auch prächtig entwickeln. Und ich denke, programmatisch, das werden wir sicherlich in Fragerunden dann machen, denn die 2 Minuten sind, glaube ich, schon wieder rum. Ja, dann geben wir einfach das Wort weiter. Mein Name ist Margarete Späte. Ich bin in keiner zu Hause, eine neue Zeitzerin, aber mit dem Herzen immer in Zeitz. Ich habe in Zeitz mein Abitur gemacht. Ich glaube, es ist 40 Jahre her in diesem Jahr, an der Geschwister-Scholl-Oberschule. Anschließend habe ich in Magdeburg den Beruf des Steinmetz gelernt, weil meine Familie, wie vielleicht der eine oder andere weiß, eine sehr lange Steinmetz-Tradition hat. Ich habe den Beruf in einem Jahr gelernt und habe dann anschließend noch ein Jahr drangehängt und habe mich dann beworben an der Hochschule Burg Giebichenstein. Da wurden zum damaligen Zeitpunkt aus 400 Bewerbern alle zwei Jahre angenommen. Und ich war dann die erste Frau nach dem Zweiten Weltkrieg, die angenommen wurde für das Fach Bildhauerei. Ich habe dann 5 Jahre studiert, habe noch ein Jahr drangehängt, eine Diplomarbeit gemacht, eine große Figurengruppe zum Thema Familie. Und dann bin ich zurückgegangen, wie man so schön heißt, in meinen
elterlichen Betrieb, weil mein Vater 1979 bei einem Brand unserer Werkstatt ums Leben kam, habe also mit 21 Jahren einen Betrieb übernommen, den habe ich 14 Jahre geleitet. Dann kam die Wende und ich bin freudestrahlend über dieses Ereignis, wie ich es formuliere, in die Politik gefallen, weil mich hat das so gefreut, dass ich in meiner Heimatgemeinde aktiv geworden bin und gesagt habe, ich möchte jetzt hier mitmachen. Und wir haben dann einen Gemeinderat gewählt. Ich bin dann zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin gewählt worden, bin dann ein Jahr drauf hauptamtliche Bürgermeisterin geworden. Das war damals möglich und habe dann, wie man heute sagt, glaube ich, berufsbegleitend ein Studium gemacht am Niedersächsischen Verwaltungsinstitut mit einem Abschluss. Das ist, damit man etwas Verwaltung auch kannte. Und das habe ich jetzt seit 25 Jahren, dieses Ehrenamt in diesem Jahr. Und ich bin dann 1994 in den Bundestag gewählt worden, direkt in diesem Wahlkreis. Habe diesen Wahlkreis 8 Jahre im Deutschen Bundestag vertreten. War dort im Bauausschuss, im Kultur- und Medienausschuss. Wir haben da die ersten Schritte getan zur Entwicklung der Mediengesetzgebung. Und 2002 hat meine CDU, der ich in diesem Monat 25 Jahre angehöre und das auch weiterhin bin, die Wahl verloren. Und dann muss man eben auch wieder in seinen Beruf zurück. Und insofern bleibe ich aber meinen Ehrenämtern treu. Bin jetzt nach 2009 Mitglied im Stadtrat und auch seit 1994 Mitglied im Kreistag. Und ja, was soll ich sagen? Für Zeitz habe ich mich engagiert zum Wiederaufbau des Doms. Und das ist ja auch erfolgreich. Und ich denke, damit lasse ich es erstmal bewenden, weil andere auch noch dran sind. Vielen Dank. Ach so, Entschuldigung, ich habe noch eine Tochter, die ist 16, so wie viele hier im Raum, und einen Sohn, der ist 32. Verheiratet bin ich nicht. Liegt daran, dass ich immer meine Freiheit im besten Sinne wahren wollte. Aber das ist kein Hinderungsgrund für eine Ehe. Dankeschön. Wir leiten das Wort einfach weiter. Ja, mein Name ist Andreas Exler, dem einen oder anderen hoffentlich bekannt. Ich bin, ja, haben wir gerade festgestellt, der Jüngste zumindest von den Kandidaten, die ja da sitzen, 41 Jahre, seit ein paar Wochen. Ja, wer bin ich? Ich komme aus Zeitz, ich lebe in Zeitz. Ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, 3. Oberschule. Das ist leider dieses rote Gebäude am Steinsgraben, was nicht mehr so schön ist. Ich habe in Zeitz mein Abitur gemacht am Gymnasium. Heute sind ja leider die Gymnasiasten nicht da. Ja, habe auch meine berufliche ersten Wurzeln in Zeitz gehabt. Auch da habe ich den Einzelhandelskaufmann gelernt. Ich habe mich dann etwas weiter weggegeben, habe ein Studium begonnen in Leipzig, bin dann wieder zurückgekommen nach Zeitz, habe bei verschiedenen Bildungsträgern gearbeitet, habe auch mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Das waren dann in dem Fall Jugendliche, die die Ausbildung schon hinter sich hatten. Und zu der damaligen Zeit war es etwas schwerer wie heute, einen Ausbildungsplatz zu finden. Nicht einen Ausbildungsplatz zu finden, sondern eine Arbeitsstelle zu finden. Und ich habe also in diesem tollen Projekt Geil, heißt das, also das hieß dann ordentlich ausgesprochen gegen die Abwanderung junger Landeskinder, gearbeitet in Weißenfels und Merseburg. Und ja, habe hoffentlich dem einen oder anderen damals jungen Menschen eine Arbeitsstelle verschafft, die er heute noch hat. Ja, ich bin verheiratet, auch das, denke ich mal, die einen oder anderen von euch haben bestimmt mal bei dem einen oder anderen Kandidaten auf die Internetseite geschaut, da steht das auch drauf, verheiratet, ein kleines Kind, 9 Jahre, auch das geht hier in Zeitz zur Schule. Ich bin ein Zeitzer, deshalb stehe ich hier und stelle mich den Zeitzern als Kandidat zur Verfügung, weil eine Wahl für mich auch immer eine Auswahl sein soll. Und ich denke, man kann unter den 4 Kandidaten den für sich besten geeigneten auswählen. Ja, was mache ich sonst noch gerne? Ich mache sehr gerne Politik, das seit dem Herbst 1989. Da habe ich das so ähnlich gemacht wie die Frau Späte. Man ist dann also in die Politik gefallen. Ich habe an verschiedenen Demonstrationen teilgenommen und habe dann natürlich auch für die
Partei von Frau Späthe Plakate aufgehangen, das gebe ich zu. Aufgrund der regionalen Gegebenheiten bin ich 2008 aus dieser Partei ausgetreten und seit 2004 bin ich im Stadtrat und seit 2009 für die Freien Wähler im Stadtrat. Ich denke, wir sind eine kleine, dufte Truppe, die auch mit dem einen oder anderen weitergehenden Ideen im Stadtrat tätig ist. Das führt zum Erfolg, manchmal etwas weniger. Aber ich denke, so Jugend, in dem Fall 41 Jugend, tut dem Stadtrat gut und auch der Stadt Zeitz gut. Ja, weitere Fragen kann man gerne immer per WhatsApp, Facebook, Internet, E-Mail gerne stellen, falls ich jetzt eine Frage nicht beantwortet habe. Guten Morgen, mein Name ist Christian Thieme und ich möchte mich zunächst beim Jugendbeirat der Stadt bedanken für die Einladung und dass Sie sich hier so engagieren. Das ist eine tolle Sache. Und bei Ihnen möchte ich mich bewerben, weil ich Oberbürgermeister dieser Stadt werden möchte. Mein Name ist, wie gesagt, Christian Thieme. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet. Ich habe einen 21 Monate alten Sohn und meine Frau und ich freuen uns schon auf die Geburt unseres zweiten Sohnes, der Anfang Mai dieses Jahres kommen wird. Und wenn er genauso wird, so entzücken wird wie der andere, wird das eine große Freude, aber auch ein Riesenchaos zu Hause. So, ich habe in Halle und Hamburg Jura studiert, erst in Hamburg und dann in Halle. Gerade einmal acht Semestern habe ich mein erstes Staatsexamen gemacht, habe dann mein Referendariat in Sachsen-Anhalt absolviert, habe insgesamt 5 Jahre in Halle gewohnt. Dazwischen war ich noch ein Semester in Tübingen und 3 Monate in London. Habe dann 2002 angefangen in Rostock zu arbeiten, wo ich 3,5 Jahre war und bin dann Mitte 2005 zurück nach Hamburg gegangen, wo ich seitdem in der gleichen Kanzlei arbeite. Ich bin spezialisiert auf Insolvenzverwaltung und Sanierung, bin auch zertifizierter Restrukturierungs- und Sanierungsexperte und seit Ende letzten Jahres auch Mediator. Zurzeit habe ich eine enge familiäre Bindung. Meine Familie kommt hierher. Wir unterhalten bis heute ein Familiengrab hier. Mein Urgroßvater hat mal das Trommler-Denkmal von dem Amtsgericht gestiftet. Mein Vater wohnt wieder hier. Ich war das erste Mal Mitte der 80er Jahre in dieser Stadt. Da waren Sie alle wahrscheinlich noch nicht mal geboren, vermute ich mal, wenn ich so halbwegs nachrechne. Und seit 1991 bin ich hier mit Nebenwohnsitz gemeldet und bin immer wieder unzählige Male jedes Jahr hier gewesen und kann sagen, dass ich die Stadt und ihre Entwicklung gut mitverfolgen konnte, den Strukturwandel, den Wegfall der Industrie, aber auch das Neuentstehen vieler Gewerbe und auch größerer Industrien wie der Zuckerfabrik. Und ich glaube, ich kenne die Stadt genug und sie ist ein Teil meiner Identität, meiner eigenen Geschichte und ich glaube, ich kann die Stadt ein kleines Stück voranbringen. Danke. Und wir bedanken uns erstmal bei euch für die kurze Vorstellung. Zwar ein bisschen ausführlich, aber ich glaube, das war so gut. Und wollte nur noch kurz erwähnen, dass wir auch natürlich Herrn Steffen Thier eingeladen haben. Aber bis heute kam noch keine Antwort zurück und dadurch wissen wir auch nicht, was da los ist. Ja, und da fangen wir dann jetzt eigentlich mit der ersten Frage an. Und zwar, was wollen Sie in Ihrer Amtszeit für die Zeitzer Jugend tun? Damit dann noch Karteikarten für jeden einmal kurz durchgeben, damit Sie das noch kurz nachlesen können. Und ich gebe es auch einmal wieder. Gut, dann stehe trotzdem auf, sonst kann man mich, denke ich, auch nicht übersehen, aber egal. Was will ich in meiner Amtszeit für die Jugend tun? Das habe ich auch schon formuliert. Ich möchte also eine Stiftung, eine verwaltungsunabhängige Stiftung für Jugend, Sport und Kultur in Zeitz errichten. Ich denke, das ist machbar, damit wir also nicht immer jedes Jahr neu diskutieren müssen, Mensch, wofür haben wir denn jetzt das Geld, klappt denn das eventuell mit dem Spielplatz oder können wir hier im Haus der Jugend was tun, sondern also, dass die Jugendarbeit, die ehrenamtliche Jugendarbeit von den verschiedenen Vereinen und Verbänden, die es gibt, halt ihre Anträge ganz normal über diese Stiftung stellen können. Das soll auch sehr transparent sein. Dass man also ganz genau weiß, was ist im Topf, unter welchen Bedingungen könnte ich was bekommen,
So soll das funktionieren und ich möchte dazu auch nicht Geld aus dem Stadthaushalt, sondern ich traue mir zu, dass ich dazu private Gelder einwerben kann. Das wird natürlich nicht im ersten Jahr der Amtszeit funktionieren, aber im Laufe der Amtszeit, die ja 7 Jahre ist, denke ich, dass wir da eine Menge an Geld zusammenbekommen, um diese Arbeiten der Ehrenamtlichen zu unterstützen. Dann würden wir einfach mal noch eine Frage. Die Aktivitäten, die wir ja schon haben, sind ja ein Ergebnis auch der Arbeit im Stadtrat, nämlich der Jugendbeirat. Und ich will durchaus sagen, dass ein solcher Beirat in wenigen Kommunen eingerichtet worden ist. Und ich denke schon, dass wir hier auch tolle Vertreter haben, die euch da auch im Stadtrat Stimme geben. Und das ist jetzt ein kleiner Appell auch an alle, die heute hier sind. Engagement lohnt sich. Und es lohnt sich, sich einzumischen. Und ich glaube, es wird zukünftig auch sicher gut sein, wenn es dafür Räume gibt, wenn es dafür Gelegenheit gibt, wenn es Möglichkeiten gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen, so wie wir das heute hier tun. Und ich hoffe, dass man das bestätigen kann, dass man hier öfter und vielleicht auch an anderer Stelle zusammenkommt. Wir haben in Zeitz eine relativ dichte, gute Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, aber wir haben auch eine Besonderheit in Zeitz, nämlich, dass sowohl die Grundschulen als auch die Sekundarschule in Trägerschaft der Stadt ist. Das mag für euch erstmal weniger interessant sein, aber dadurch hat die Stadt natürlich direkt auch Einfluss auf die Ausstattung eurer Schulen. Und da bin ich der Auffassung, dass man da noch wesentlich mehr tun kann. Da müssen wir deutlich nachbessern. Denn ich erlebe es selbst, mitunter wird eben noch Papier und Bleistift genutzt, obwohl andere Dinge heute aktuell sind. Mich ärgert auch, wenn man nicht so recht vorankommt bei der Sanierung der Schulen. Das Beispiel Sekundarschule 3 ist da eins. Und ich würde sehr viel Kraft aufwenden wollen, dass das gut zu Ende gebracht wird, dass da eben nicht die Heizung noch auf altem Stand ist. Man braucht dazu Fördermittel und da muss man sich kümmern, da muss man hinterher sein und muss sehen, dass das auch möglichst bald weitergeht. Die Jugendlichen brauchen, glaube ich, auch in ihrer Freizeit genügend Aufmerksamkeit. Ich denke, das Haus hier ist ein Teil, aber es sollte vielleicht auch ein wenig mehr in den Stadtteilen noch die Möglichkeit geben, dort auch Projekte anzustoßen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das auch über Fördermittel möglich zu machen. Aber da bedarf es auch des Engagements, dass man weiß, wo sind die Ansprechpartner, wer macht mit und wer ist dann auch dabei und bleibt dabei. Jetzt will ich es erstmal dabei belassen, damit auch meine Nachbarn noch was sagen können. Gut, dann geben wir auch wieder das Wort weiter. Ja, ich würde die Frage umdeuten wollen, nicht was will ich für die Jugend erreichen, sondern was will ich mit der Jugend erreichen. Denn ich glaube, es ist nicht angetan dazu, dass ich irgendwo als Oberbürgermeister sage, das tue ich jetzt, setze euch das vor und nun macht mal, kommt damit klar, sondern so wie wir seit Jahren mit dem Jugendbeirat zusammenarbeiten, der ja ein Stück auch von mir mit begleitet wurde, auch in der Entstehung, dass wir hier in der Partnerschaft viele Dinge angehen. Ich will nur mal ein Beispiel sagen, die Wünsche und Entwicklungen sind natürlich sehr vielgestaltig. Ich weiß noch 2009, als ich kandidiert habe, waren es junge Menschen in eurem Alter, die mich in Wählerforen angesprochen haben, wir möchten in Zeitz einen McDonald's haben. Zu dem Zeitpunkt war eine Absage von McDonald's an die Stadt Zeitz gegeben worden. Und die Stadt Zeitz wollte es auch nicht, muss man dazu sagen, die damalige Führung. Ich rede nicht von einzelnen Personen. 2010 haben wir McDonald's eröffnet und eingeweiht.
Wir haben in den letzten Zeiträumen in der vorgehenden Wahlperiode des Jugendbeirates uns mit dem Thema Goethe-Park-Planung beschäftigt, gemeinsam. Wir haben im Moment als Arbeitspapier vorliegen die Spielplatzentwicklungskonzeption, wo vieles aufgeschrieben ist, wo wir darüber reden müssen. Natürlich Prioritäten, wir wissen alle, Geld ist nicht für alles immer da, sodass wir natürlich auch über Prioritäten reden müssen. Ich erinnere mich, dass 2008 die damalig amtierende Oberbürgermeisterin, die Frau Behret, allen Vereinen geschrieben hatte, ihr kriegt keine Förderung mehr. Wir haben vor allem im Bereich der Jugendförderung, der Jugendclubs, da haben wir, nennen wir mal drei Stück, die in der Stadt aktiv sind, die haben wir weiter gefördert. Also im Bereich Anna Magdalena Bachstraße hier im Haus oder auch die Domestication, die für etwas reifere Jugend im Wesentlichen sich darstellt. Ich habe also die Förderung dann weiter durchgeführt, um mit euch vom Prinzip Zukunft zu gestalten und das, was eure Gedanken sind, mit einzubinden. Und nur wenn wir Dinge gemeinsam planen, können wir es auch sinnvoll umsetzen. Ein Oberbürgermeister, eine Verwaltung, ein Stadtrat, wenn der euch was vorsetzt, heißt es ja noch lange nicht, dass ihr das macht. Und die Wünsche und die Vorstellungen entwickeln sich im Bereich der Jugend schneller als in anderen Altersgruppen. Und ich denke, da werden wir sicherlich auch nachher noch zu einigen Punkten ins Gespräch kommen. Deshalb will ich es an der Stelle erstmal belassen. Ich will also mit der Jugend in Zeitz weiterentwickeln und die Förderung beibehalten. Vielen Dank. Und ich möchte die Frage auch etwas kritisieren, denn sind Sie schon mal zum Arzt gegangen und haben gefragt, Herr Doktor, was können Sie denn dieses Jahr für mich tun? Ja, dann fragt er natürlich, was haben Sie denn? Und das ist der Ansatzpunkt, man muss ein offenes Ohr haben für die Jugend, dialogbereit sein und zuhören, was dort benötigt wird. Natürlich, eine vernünftige Freizeitgestaltung muss möglich sein, Sportvereine, Jugendvereine, Clubs und so weiter. Und es müssen alle Ausbildungschancen gegeben sein über Schulen und Ausbildungsplatzbörsen und Praktikumsbörsen und so weiter. Aber viele Sachen können von Ihnen, können von sich heraus aus gefördert werden. Und was von Seiten eines Oberbürgermeisters kommt, das kann eigentlich nur dann konkret werden, wenn die Bereitschaft besteht, sich anzuhören, was genau an Bedarf da ist. Also ich biete ein offenes Ohr. Danke. Vielen Dank. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Ich möchte noch kurz einwerfen, dass nicht jeder Kandidat zu jeder Frage antworten muss. Wenn jetzt schon andere Kandidaten was gesagt haben, kann man sich da auch einfach anschließen. Die nächste Frage ist, wie schätzen Sie die Sportlandschaft in Zeitz ein und wie würden Sie diese denn gerne verbessern? Ja, Sportler. Ich habe heute eine Stimme, die nicht so will, die nicht so sportlich ist. Ja, vielen Dank. Sportlandschaft, das ist jetzt so ein schöner Begriff. Also es gibt sicherlich die Sportplätze, die kommunal in kommunaler Verantwortung stehen. Es gibt die Turnhallen an den Schulen. Meinten Sie jetzt die Freizeitsporteinrichtungen? Wir haben das Schwimmbad nebenan. Es gibt da überall Sorgen, weil die natürlich jeden Tag auch besser werden können. Die Schwimmhalle ist da so ein krasses Beispiel. Das kann niemand versprechen. Ich glaube, weder der amtierende Oberbürgermeister noch alle im Stadtrat. Wir können da nur uns bemühen, das alles zu erhalten. Was ich aber durchaus sage, ist, dass die Pflege und die Erhaltung der jetzigen Sportplätze, die nicht schulisch sind, sondern die für alle zugänglich sind, durchaus noch eines ordentlichen Konzepts bedürfen, denn das gibt es nicht in der Stadt. Und bisher ist das ja alles auch so ein bisschen den Vereinen übergeben, die dann auch aufgefordert sind, dort zu pflegen und zu erhalten. Und das ist manchem Verein sehr schwer. Hier muss es gelingen, in Partnerschaft solche Dinge zu klären.
Ich denke, das kann gelingen. Es gibt dafür gute Beispiele. Es bedarf trotz allem auch der Unterstützung finanzieller Natur auf jeden Fall, diese Plätze zu erhalten. Was die Schulturnhallen betrifft, ist, glaube ich, in den letzten Jahren einiges passiert. Ich weiß aber auch von Berichten, dass Schüler am Nachmittag nicht auch noch in der Schule sein wollen. Die wollen also, ihr wollt woanders sein und euch dort aufhalten. Da habe ich jetzt einfach auch eine Frage zurück. Die Spielplätze an sich, wenn ich so hier die Jahrgänge sehe, das sind ja jetzt nicht unbedingt die Teile, die Stellen, wo ihr euch aufhalten wollt. Da hätte ich eine Frage zurück. Was ist denn der Wunsch in eurer Altersklasse? Denn auf den Spielplätzen, da haben wir ja auch so unsere Sorgen. Und ich weiß, dass der Jugendbeirat sehr eifrig war und dass da noch keine ausreichende Antwort gegeben wurde über die Spielplatzkonzeption. Das ist ein großes Arbeitsfeld. Danke. Diesen Diskussionsansatzpunkt werden wir dann später in der offenen Diskussionsrunde auch nochmal aufgreifen. Und ich würde jetzt den nächsten Kandidaten bitten, dazu mal Stellung zu beziehen. Also ich finde, es wird mal Zeit, das Ernst-Thälmann-Stadion fertigzustellen. Und mein persönlicher Wunsch wäre, dass mal weitere Sportarten nach Zeit kommen, die man hier ausleben kann. Was allerdings übrigens auch ein Spaß für die ganze Familie ist, nämlich ein Skatepark. Das ist mein persönliches Hobby. Das ist nämlich nicht nur nutzbar für Skateboards, Rollerblades, Rollschuhe, Roller, sondern auch für alle Arten von Fahrrädern. Und das ist wirklich, also ich finde das toll und das wäre mein Wunsch. Ja. Sportlandschaft. Also ich selber bin Vater eines aktiven E-Fußballers. Kenne also den einen oder anderen Zeitzer Sportplatz, ist schon sehr gut. Ich weiß, dass es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber Sportlandschaft, da ist ja sowohl die Landschaft, also der Rasen oder die Turnhalle gemeint, aber auch die Sportler, die da Sport treiben in den unterschiedlichsten Sportarten. Ich selber, habe ich nicht erwähnt, aber kann ich ja sagen, war mal aktiver Handballer und kenne natürlich auch die Turnhallen der Region. Aber wie gesagt, es sind nicht nur die festen Dinge, die man anfassen kann, sondern die Sportler als solches. Und da denke ich schon, dass wir die Sportler schon eine eigene Gruppe sind, aber trotzdem eine tolle Leute dort versammelt sind. Und es wäre halt schön, wenn man die Sportler noch ein bisschen besser in Verbindung kriegen würde zwischen Sportplatz und Sportler, damit da also eine gewisse Einheit entsteht, dass man sagt, Mensch, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist unsere Sportanlage und die pflegen oder die beachten wir auch so wie unsere Sportanlage zu Hause. Das denke ich, das fehlt uns noch in dem einen oder anderen Bereichen. Was über die Sportlandschaft, also der organisierte Sportler hinausgeht, wurde schon gesagt, die Spielplätze, ja, Skateranlage, wir haben ja eine kleine solche Skateranlage. Ich gebe zu, ich bin meistens mit 4 Rädern unterwegs, die haben damit ein Lenkrad oder 2 Räder. Mit diesen anderen Geräten komme ich nicht so ganz zurecht. Ja, diese Skateranlage ist ja da, da gibt es bestimmt Verbesserungsmöglichkeiten, aber Hauptaugenmerk, denke ich mal, ist, wir sollten eine bessere Verbindung zwischen Landschaft und Sportler, das betrifft, wie gesagt, den Sportplatz und den aktiven Sportler, aber auch Spielplatz und ja, Besucher des Spielplatzes, da sollten wir also deutlich abgrenzen, das ist ein Spielplatz für, deshalb steht bei mir auch wenn das manche nicht so toll finden, ein Spielplatz gehört eingezäunt, damit jeder weiß, das ist ein Spielplatz, da kommt kein Hund hin und dort spielen Kinder und nicht unbedingt vielleicht andere Menschen. Natürlich soll es auch Möglichkeiten geben, also vom Alter her, natürlich soll es auch Möglichkeiten geben, wo man sich als Jugendlicher aufhalten kann, im Freien und auch in geschlossenen Räumen. Und da ist aber auch wieder wichtig, das ist eine Einrichtung, die zwar die Jugendlichen nicht selbst gemacht haben, das ist vollkommen richtig, aber dass da eine Verbindung da ist. Das ist unser Haus und da stehen wir oft dafür und gucken auch ein bisschen, dass das unser Haus bleibt vom Zustand her. Dankeschön. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen weiter, außer Sie wollen unbedingt. Was heißt wollen unbedingt? Also richtig ist, wir haben sicherlich das eine, das sind Sportanlagen, die für den Vereinssport genutzt werden.
Wir haben Sportanlagen, die von Vereinssport und Freizeitsport genutzt werden. Und wir haben sicherlich auch schulische Sportanlagen, die auch für die Freizeitarbeit genutzt werden. Es ist nicht ganz richtig, was Frau Späte sagt, sie kann es aber an der Stelle nicht besser wissen. Ich habe im vergangenen Jahr eine Masterarbeit schreiben lassen, Sportstättenentwicklungskonzeption, aufgrund dessen, dass ich auch berechtigt bin, an Hochschulen solche Arbeiten zu vergeben. Ich wollte aber ganz klar dieses Thema nicht in einen Wahlkampf mit reinbringen, weil es viel zu ernst ist, weil bei dem Themenkreis auch mit ansteht, dass auch der Landessportbund neue Überlegungen hat, Förderungen je nach Größe der Vereine zu machen, weil die Vereinslandschaft in Sachsen-Anhalt nach Auffassung des Landessportbundes zu kleinteilig ist im Bereich des Sports und damit viele Kräfte nicht wirklich zusammengeführt sind. Diese Themen stehen natürlich an und Andreas, wir haben einerseits in Zeitz Ost die Ansätze einer Skateranlage, wir haben auch hier im Grundstück ja Möglichkeiten, Sport zu betreiben. Sicherlich haben wir hier Dinge, die noch entwickelt werden könnten. Und Herr Thieme, dank Hochwasser haben wir im Moment das Seemannstadion nicht, das ist richtig. Aber dank Hochwasser werden wir unter Beachtung der gesamten Fördermöglichkeiten ein Seemannstadion haben, wie es sich andere Städte erträumen, wie wir es ohne Hochwasser in 50 Jahren nicht gehabt hätten. Und da dauert es eben tatsächlich noch ein paar Tage länger. Und die Qualität, die uns dann aber erreichen wird, die wird uns allen große Freude machen. So, danke schön. Ich würde jetzt wirklich nur sagen, die sich dann zu der Frage unbedingt äußern wollen, die machen das, weil ich glaube, wenn sich jetzt jeder zu jeder Frage, die wir haben, äußert, wird das ein bisschen sehr lange. Und die Fragen von den Schülern sind ja dann auch vielleicht noch ein bisschen wichtig und deswegen würde ich jetzt weitermachen und Sie geben Handzeichen, wenn Sie jetzt dazu sofort. Und zwar, Zeitz ist musikalisch breit aufgestellt, zum Beispiel die Musikschulen oder auch die überregional erfolgreichen Bands wie SHE, also Schwanetal, Henk und Eifrig oder Mainläufer sowie auch Red Attack. Besonders für neue Talente ist ein Start schwierig, da oft finanzielle Mittel fehlen. Welche Möglichkeit sehen Sie zur Förderung? Also sicherlich Talenteförderung ist die eine Frage und die kann ich das Ganze tun. Wir haben ja in Zeitz ein gewisses Instrumentarium durch eine Stiftung, die existiert, nämlich Arthur-Wolfson-Stiftung, wo nicht Begabtenförderung, nicht Talenteförderung, nicht Kunstpreis, sondern einfach unter dem Gesichtspunkt die Stiftung jährlich den Wolfson-Preis verleiht für junge Menschen zwischen 13 und 25, die sich auf einen künstlerischen Weg auf den Weg gemacht haben und eine gute Entwicklung zeigen. Und in diesem Beirat nun mal der Stiftung stehe ich vor. Wir werden die Arbeit auch fortsetzen. Das Geld ist noch nicht alle. In der Stiftung wird auch noch eine Weile sein. Ich denke, da sind Möglichkeiten. Und ich sehe Niklas, der ja auch schon bei der Wolfson-Ehrung mit dabei war. Und wir haben auch seine Entwicklung gut mitbeobachtet und ich weiß und freue mich darüber, dass es möglich war und dass wir werden das auch weiter im Auge behalten. Also wenn ihr so sagt, bestimmte Entwicklungen, ja, wenn jemand in der Richtung auffällt, dann werden wir das auch begleiten. Ich mache es noch ganz kurz. Also die genannten Bands sind mir alle persönlich bekannt. Red Attack ist keine Band, aber die genannten Künstler sind mir alle persönlich bekannt. Ich habe die alle schon unterstützt. Persönlich, wie vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, organisiere ich mit meinem Bruder die eine oder andere Veranstaltung. Wir durften auch schon erfolgreich das ein oder andere Jugendfestival organisieren im Schlosspark. Es ist wichtig, dass es sowas gibt. Es ist auch wichtig, dass es die Arthur-Wolfson-Stiftung gibt. Und ich hatte anfangs auch schon auf diese Stiftung hingewiesen, wenn da also ein Künstler aus Zeitz sagt, ich brauche noch eine Unterstützung, muss ja nicht immer Geld sein, kann ja auch andere Dinge sein, dann stehe ich dafür auch persönlich bereit.
Ja, die Musikschule ist ja in Trägerschaft des Burgenlandkreises und als Mitglied des Kreistages kann ich hier heute mit Fug und Recht sagen, das wird finanziert durch Land und Kreis und der Kreis trägt hier erheblich bei, auch wenn wir alle sagen können, auch die Kreisumlage der Stadt Zeitz trägt bei. Dafür ist aber im Kreis auch ein entsprechender Beirat eingerichtet. Und ich denke, die Musikschule, gerade die im Burgenlandkreis und Zeitz als der Kern dieser Musikschule, ist ein ganz wichtiger Faktor auch, weil hier einfach hervorragende Ausbildung gemacht wird. Und das wissen alle, die dort Schüler sind. Und die Preise, die viele einheimsen, sind ja sozusagen Ausdruck dessen. Hier kann die Stadt unterstützen und auch mit Hilfe, denn für solche, wie in der Frage aufgetauchten Möglichkeiten der Förderung, gibt es im Bund auch Musikschulverbände, die zum Beispiel Instrumentenanschaffung fördern. Es gab auch mal eine Kommune, die hat Geld bereitgestellt, damit in jeder Grundschule eine Blockflöte zum Erlernen eines Instruments kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Alles sowas wird über Projekte gefördert. Und gerade im Kulturbereich, ich sage es nochmal, im Kultur- und Sportbereich ist es in Deutschland so, dass überwiegend Gelder über Projektförderung hervorgerufen werden kann, weil hier auch immer ein Eigenanteil erforderlich ist, ist es sicher dann richtig und gut, wenn die Stadt nach ihren Möglichkeiten, es sind freiwillige Aufgaben, das unterstützt. Aber diese Projekte müssen von den Jugendlichen oder von denen, die es haben möchten, auch selbst mit angestoßen werden. Und da ist Rat bei mir immer da, auch jetzt und unabhängig von Wahlausgang. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Vielen Dank. Okay. Können wir zur nächsten Frage kommen? Und zwar, das Kultur-Tourismus-Konzept hat in den letzten Jahren bereits große Fortschritte gemacht. Sehen Sie hier noch Möglichkeiten, diese speziell für Kinder und Jugendliche noch attraktiver zu gestalten? Kurze Fragen, kurze Antworten. Bin ich immer dafür und direkte Frage, gibt auch direkte Antwort. Das Kultur- und Tourismuskonzept war gut, dass wir das auf den Weg gebracht haben, dass es eine auch Masterarbeit, wenn ich richtig mich formuliere, gab, die uns da große Hilfestellung gab. Es war festgestellt worden, dass uns die sogenannten buchbaren Angebote fehlen. Da können wir, denke ich mal, in der Runde wenig drüber sagen. Aber welche Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche das attraktiver ist? Auch ich war in den Ferien, ihr hattet ja auch mal in den Ferien hoffentlich, in dem Fall mal in Weimar mit meinem Kind, wie gesagt 9 Jahre, dem hat es sehr gut gefallen, im Goethehaus diese Audioführung, diese Kinderführung zu machen. Wir haben uns da gar nicht erwartet 3 Stunden aufgehalten und meinem Sohn war es nicht langweilig. Und genau sowas, ich weiß auch, dass das Geld kostet, auch sowas braucht unser Kinderwagenmuseum, braucht unser Museum, damit das also, der Kinderwagen ist ja was ganz Tolles für Kinder eigentlich, je nach Alter ein bisschen, die anderen interessieren sich dann eher vielleicht für Mopeds oder Fahrräder. Autos sind ja nicht mehr so in, habe ich mitgekriegt, andere Sachen sind wichtiger. Aber solche Dinge, denke ich mal, machen das Ganze attraktiver, dass wir in, zum Beispiel im Museum so auch Kinderführer haben, Audioführer, die das irgendeine interessante Geschichte erzählen und trotzdem wir was vermitteln können. Tourismus, unsere Stadt Zeitz ist also eine sehr kultur- und ja auch eine reichhaltige Stadt an touristischen Highlights. Schlosspark ist da ein wichtiges Highlight, weil viele Leute das besuchen. Kinder und Jugendliche haben da vielleicht andere Interessen, also durch so einen Schlosspark zu wandeln, das ist richtig. Ich denke aber, das ist meine Meinung, habe ich auch so formuliert, dass unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet werden muss, dass möglichst viele Familien hier wohnen, Kinder und Jugendliche, und die touristischen ganz großen Highlights liegen ein bisschen außerhalb von uns. Nichtsdestotrotz soll man natürlich unsere Einrichtung, die wir haben, wie gesagt, mit so einem Audioführer,
unterstützen, dass es vielleicht einen Stadtrundgang gibt, der auch Kinder und Jugendliche anspricht. Gibt es ja auch, teilweise werden ja im unterirdischen Salz auch Kinderführungen gemacht. Solche Dinge könnten dann touristisch die Kinder noch ein bisschen begeistern. Vielen Dank. Möchte sich dazu noch jemand äußern? Okay, also können wir auch. Gut, also können wir weitermachen. Die nächste Frage: Wie sehen Sie die Zukunft bei der Sekundarschule? Können beide auf Dauer bestehen? Die Frage kann eigentlich nur eindeutig beantwortet werden. Das Schulentwicklungskonzept sagt eindeutig, dass diese beiden Sekundarschulen auf lange Sicht gebraucht werden. Und deshalb ist diese Frage geklärt, sonst würden wir ja auch nicht im Moment viel Geld in die Entwicklung beider Schulen. Schwanteich ist ja auch weiter in der Arbeit, energetisch und dergleichen. Wir haben die Themen Computerausstattung etc. Und genauso in der Schillerstraße nehmen wir auch Geld in die Hand. Also die Zukunft, da kann jeder das Gleiche antworten, der beiden Sekundarschulen in Salz ist gesichert. Vielen Dank für die kurze Antwort. Die Referenten und Kandidaten können sich anschließen. Ne? Jetzt noch mal eine Frage, was so ein bisschen einmal den Tourismus betrifft und einmal das jugendliche Leben an sich. Und zwar fahren ja viele mit der Bahn mal nach Leipzig oder nach Gera zum Shoppen, Bummeln oder zum Zeitvertreib eben. Und da stellt sich die Frage, würden Sie sich für den Erhalt der Strecke Gera-Leipzig mit dem Zwischenstopp hier in Zeitz einsetzen oder eben auch für die Strecke Zeitz-Weißenfels, die ja für Berufsschüler sehr wichtig ist? Und sehen Sie in dieser Hinsicht auch noch andere Anbindungsmöglichkeiten zu anderen Städten? Die Frage ist gut. Also, es ist definitiv so, dass mit der Entstehung des Konzepts im Zusammenhang mit den ICE-Strecken von 1994 hier groß die Planungen des Bundes auf diesen jetzt erreichten Zustand hingearbeitet wurden. Und an der Stelle wird die Strecke Leipzig-Gera als eine Kernstrecke in diesem Bereich bestehen. Der Nahverkehr in beiden Bundesländern wird über den Mitteldeutschen Verkehrsverbund gesteuert. Und auch hier ist der Burgenlandkreis ganz aktiv mit eingestiegen. Ich habe gelernt, was ich auch nicht wusste, dass die Frage, ob diese Bahn S-Bahn heißt oder Regionalbahn heißt, von den entsprechenden Verkehrsverbünden, von den entsprechenden Nahverkehrsgesellschaften der Länder genannt wird. Also die Strecke, die S-Bahn heißt und nach Zwickau fährt, die fährt nicht häufiger als die Bahn, die zwischen Leipzig und Gera fährt. Also wir können uns da gerne noch engagieren, was ich auch sehr begrüßen würde. Die Strecke Zeitz-Weißenfels, da hat die CDU-Fraktion auch einen Antrag im Stadtrat eingebracht, der wurde auch sehr einhellig dort abgestimmt, dass wir uns für den Erhalt dieser Strecke einsetzen werden. Das werden wir im Kreistag parallel tun, weil dort ist die Möglichkeit eher gegeben, dort entsprechende Beschlüsse zu fassen. Diese Strecke ist zunächst erstmal wieder bestellt, so nennt man das. Und dieser Zeitraum ist auch jetzt gerade erst begonnen. Und zwar genau aus dem Grund, der hier gesagt wurde, weil es für die Berufsschüler eigentlich gar nicht anders möglich ist, diese ganzen Fahrzeiten zu bewältigen. Und insofern stehen wir da 100% dazu, dass so lange wie es irgend geht, und jetzt ist ja erstmal wieder ein Zeitraum, wo diese Strecke erhalten bleibt, diese Strecke auch befahren wird. Also die Strecke ist ja nicht wirklich Leipzig-Gera, sondern Leipzig-Saalfeld, mit Umsteigemöglichkeiten in Gera in besonderer Weise, in dem gleichen Takt in Richtung Zwickau auf dieser Seite, in der anderen Richtung nach Erfurt. Dass also hier eine sehr gute Verkehrsanbindung existiert. Ob nun ein S dran steht oder nicht, der Verkehrsverbund hat sich länderübergreifend für das S nicht entscheiden können. Herr Späte hat es gesagt, wir haben einen zuverlässigen Stundentakt und die Bahn nach Leipzig, die 33 Minuten Fahrzeit vom Zeitzer Bahnhof zum Leipziger Hauptbahnhof,
ist sogar eine zuverlässige Bedienung. Das kann die Bundesbahn auf vielen anderen Strecken nicht mit der gleichen Qualität liefern. Das muss man einfach sagen, der Vertrag mit der Erfurter Bahn ist für 15 Jahre ratifiziert worden. Wir haben 2011 die Bahn in Dienst gestellt. Das heißt, sie ist durch den Vertrag erst einmal bis 2026 gesichert und ist auch sehr wichtig, diese Anbindung. Ich denke auch, dass für Zeitz auch in der Zukunft, auch hinsichtlich Wohnmöglichkeiten für in Leipzig aktive, beruflich aktive, Zeitz eine Reihe von Potenzial bietet und da wird das eine große Rolle spielen. Die Burgenlandbahn nach Weißenfels stand schon zweimal vor der Abbestellung durch den Landkreis. Es ist im Moment verhindert worden. Aber dort spielt natürlich die Frage eine große Rolle. Das Verhältnis der jetzigen Fahrzeit, die Bahn fährt, zu den Fahrgästen. Und da gibt es drei Bahnen am Tag, die einigermaßen ausgelastet sind. Wir brauchen also zum Erhalt auch solcher Bahnen, brauchen wir Fahrgäste. Vielen Dank. Vielleicht kann ich es auch ganz kurz und knapp sagen. Diese Bahnstrecken sind alle besonders wichtig, aber am meisten liegt mir am Herzen die Strecke Zeitz-Leipzig, denn für Zeitz ist es besonders wichtig, sich in die Großregion Leipzig einzubinden. Das ist Zukunftsperspektive, dass man hier beispielsweise in Zeitz wohnt und in Leipzig arbeitet. Leipzig hat einen großen oder ist in einem großen Aufschwung. Inzwischen über 560.000 Einwohner, nachdem es mal vor vielen Jahren auf 490.000 gesunken war. Davon können wir alle profitieren, wenn diese Bahnstrecke bestens funktioniert. Danke. Dankeschön. Derzeit ist ein Wegzug aus Zeitz besonders durch junge Erwachsene zu verzeichnen. Was möchten Sie dafür tun, die Attraktivität für diese Zielgruppe wiederherzustellen? Sehen Sie Möglichkeiten, die Zeitzer Innenstadt mit einzubeziehen? Ja, ich denke mal, der Wegzug ist nicht alleine die Frage der Infrastrukturangebote in der Stadt, sondern ist einfach auch die Frage, wie höhere Bildungseinrichtungen, sprich Fachhochschulen, Universitäten etc. erreichbar sind. Ich denke, dass es recht gut funktioniert, auch von Zeitz aus in Leipzig zu studieren und damit in Zeitz zu bleiben. In letzter Zeit ist sicherlich einiges auch zurückgeholt worden von Kindern unserer Stadt, die ausgewandert waren aus beruflichen Gründen. Tatsache ist, wir werden oder alle Bemühungen, die wir auch angestellt haben, eine Außenstelle einer Berufsakademie oder einer Fachhochschule nach Zeitz zu bekommen, sind gescheitert. Zumal auch das Hochschulgesetz Sachsen-Anhalt dieses gar nicht mehr zulässt. Berufsakademien dürfen beispielsweise nicht entstehen. Das sind einfach die Themen und der Wegzug ist überwiegend berufsbedingt und erst einmal aus der Stadtgestaltung nur geringfügig. Tatsache ist allerdings umgekehrt, wenn wir es schaffen sollten, dass auch Studenten in Leipzig in Zeitz wohnen, dann braucht man natürlich auch ein wechselhaftes Angebot an abendlicher Betätigung für Studenten, was wir natürlich mit Leipzig nicht konkurrieren können. Vielen Dank. Ja, ich glaube, auch als wir uns heute Morgen vorgestellt haben, haben wir ja alle darüber berichtet, ich muss jetzt eine kleine Klammer machen, das wäre sonst unfair, dass wir außerhalb dieser Stadt, unserer Heimatstadt, unsere Ausbildung gemacht haben. Und ich denke, das ist gut. Man soll auch ab und zu und man muss auch mal schauen, wie es woanders ist. Und das gehört einfach dazu. Und die Ausbildung, die Sie alle vor sich haben und die Sie sich alle wünschen, das ist hier in Zeitz möglich, das ist sehr individuell und es ist natürlich auch außerhalb möglich. Aber warum ich mich melde? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mich unglaublich gefreut, weil es gibt eine ganze Menge junger Menschen, 30, gut, ist für euch vielleicht schon ein bisschen alt, aber um diese Drehe, die also ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben, bis hin zum Doktortitel, die also auch eine Handwerksausbildung gemacht haben und die jetzt wieder in ihren familiären Umkreis nach Zeitz und Umgebung zurückkehren und dort als Selbstständige unter anderem auch Unternehmen ihrer Eltern übernehmen.
Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen diese mittelständischen und kleineren Handwerksbetriebe und Unternehmen hier in Zeitz, denn ohne das können wir, und da rede ich auch über die Innenstadt, und ohne das können wir hier gar nicht die Arbeit fortsetzen. Und das ist wichtig. Und ich möchte allen Mut machen. Dieses Wort, ich gehe zurück, hat mich auch eine Weile gestört, als ich außerhalb von Zeitz war. Aber zurückkommen ist auch was sehr Schönes. Und das ist die Frage, wie sehr man hier in dieser Stadt verwurzelt ist. Und ich glaube, diese Wurzel wird gelegt im Elternhaus und natürlich auch in der Ausbildung, die ihr jetzt in Zeitz erhaltet. Und ich wünsche mir und euch, dass es möglich ist, dass ihr auch so einen Weg gehen könnt. Dann habe ich keine Sorge. Vielen Dank. Ja, ich will einerseits Frau Späte ein bisschen zustimmen, Herrn Kunze etwas widerreden. Und zwar ist schon, denke ich, gut, dass wenn man studiert, dass man in der Stadt wohnt, in der man studiert, weil ja zum studentischen Leben nicht nur die Hochschule gehört, sondern da noch ein bisschen Nachmittag oder abends was dazu. Das können wir leider in Zeitz so nicht bieten, aber es ist ja richtig, wir müssen attraktiv sein für den, der dann mit der Ausbildung fertig ist oder der irgendwann im Rahmen seiner Familiengründung oder welche Dinge auch noch so wichtig sind im Leben, sagt, ne, ich komme wieder zurück nach Zeitz, weil es in Zeitz einen attraktiven Arbeitsplatz für mich gibt. Ich denke, wir haben attraktive Arbeitsplätze. Wir haben auch Firmen, wo die Mitarbeitersuche immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu finden. Ich denke, das können wir deutlich nach außen stellen, dass hier qualifizierte Firmen da sind, die gute Leute brauchen. Und wir müssen erreichen, dass natürlich die guten Leute, die nach Zeitz dann sagen, ich komme in diese Firma, auch sagen, in Zeitz gibt es so schöne Wohnungen oder die Stadt ist so schön oder ich habe ein Bauland oder ich kann irgendwas selber dann kaufen. Also dass es so attraktiv ist zu sagen, ich wohne in dieser Stadt. Da haben wir noch ein bisschen Defizit. Ich laufe täglich durch die Innenstadt von Zeitz. Da sind leider viele Wohnungen leer, aber das hat natürlich auch einen Grund, warum die leer sind. Da passt irgendwas nicht. Deshalb möchte da vielleicht eine junge Familie nicht einziehen. Die Dinge müssen wir verändern. Ich denke, heutzutage ist wichtig, jeder möchte seinen Parkplatz, möchte aber auch einen Spielplatz in unmittelbarer Nähe, wenn er denn in dem dicht bebauten Innenstadtbereich wohnt. Aber wir haben auch schöne Ortsteile in Kaina, Theißen, Nonnewitz, Hirschwitz, wo auch das ein oder andere Attraktive steht, wo vielleicht auch eine Familie ihren Mittelpunkt findet. Auch wichtig ist es, dass wir in Summe die Attraktivität der Stadt erhöhen. Dass Leute in Leipzig sagen oder in Halle oder in Jena, Zeitz ist eine tolle Stadt, da musst du mal hin. Und die, die dann hierher kommen, müssen feststellen, Zeitz ist noch so schön, dass ich hier noch länger bleiben möchte. Das wäre also schön, dass wir das erreichen. Dazu ja, ist es erstmal notwendig, dass wir als Zeitzer ein bisschen auch positiv über unsere Stadt denken und sagen, das ist toll. Und natürlich sollen wir offen ansprechen, das Problem und dann müssen wir das stückchenweise lösen. Und dann denke ich, dann werden wir auch für junge Leute interessant. Ja, genau so sehe ich das. Ja, im Grunde genommen ist alles gesagt. Es ist toll, wenn junge Menschen in die weite Welt hinausgehen, sich die Welt angucken, dort eine Ausbildung machen, studieren und arbeiten. Es ist noch schöner, wenn sie irgendwann zurückkommen. Und es bieten sich einfach hier in Zeitz, glaube ich, viele Gelegenheiten, auch für junge Familien. Die Infrastruktur stimmt, Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten, alles ist da. Irgendwann eigenes Wohneigentum zu erwerben, denn der Markt bestimmt den Preis und manchmal sind die Preise eben besonders günstig. Und das ist alles eine Frage der Heimatverbundenheit, wie wohl man sich hier fühlt. Und ich selbst kann sagen, man kann sich an vielen Orten der Welt wohlfühlen, aber also vieles kann eine neue Heimat sein, aber wenn man sich in seiner eigenen Jugend wohlgefühlt hat, dann verspürt man doch ein gewisses Heimatgefühl und das zieht einen doch irgendwie zurück und motiviert einen zurückzukommen. Danke. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zu einer relativ kurzen und prägnanten Frage. Diese lautet, wie würden Sie das Graffiti-Problem hier in Zeitz lösen? Sehen Sie legale Flächen für Graffitis möglich oder haben Sie andere Ansätze? Graffiti ist eine Kunstform. Sie gehört aber nicht an jede Hauswand. Und genau dieses Problem, damit durfte ich mich in meiner Zeit in Berlin ausführlich beschäftigen im Bauausschuss des Deutschen Bundestages. Da ging es darum,
welche Möglichkeiten gesetzlicher oder anderer Art hier dafür oder dagegen sprechen. Und das Inside, also die Graffiti-Stadt ist ja Halle und wenn man mit der Bahn nach Leipzig fährt, sieht man das ja auch. Ich sage zu legalen Graffiti-Flächen ganz klar ja. Ich sage nein zu Graffiti an Eigentum anderer. Da gehört es nicht hin. Und wenn es hier junge Leute im Raum gibt, die sagen, Graffiti ist für uns eine Ausdrucksform, die wir pflegen wollen, dann melden Sie sich bei mir. Wir finden ganz sicher eine Fläche, an der Sie auch die Kunst, die Sie dann ausüben, mit dem Graffiti anbringen können. Vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben ja in Zeitz den Mut zur Lücke und schließe mich also Frau Späte an. Wenn es Interesse gibt, findet man bestimmt auch eine Fläche zu sagen, da können wir das tun. Geordnet soll es sein. Es gibt ja schon ein paar Graffitis in Zeitz, die durchaus ansehbar sind. Blue Box, Schützenplatz, hier im hinteren Bereich habe ich das auch schon gesehen und viele und einige andere Sachen mehr. Und ich denke, in Zeitz ist genügend Fläche da. Ja, also ich auch selber habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass unser Verkaufsanhänger mit einem Graffiti ja, verschönert wurde. Die Wand unten drunter ist mittlerweile auch dafür geeignet, sozusagen ein schönes Graffiti zu werden. Jetzt ist es nicht so schön, aber wäre zum Beispiel praktisch. Ich kann gerne dann in Absprache mit dem Grundstückseigentümer dann die Wand zur Verfügung stellen. Aber das, da habe ich einen kurzen Draht hin. Gut, dann bedanken wir uns. Ich mache gleich weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wie würden Sie das Freizeitangebot speziell für Kinder und Jugendliche erweitern? Beispielsweise, wie wir es hier haben, in Form von Jugendtreffs. Auch da ist letztendlich wieder die Frage nach dem Bedarf. Was wünscht sich die Jugend? Das ist immer schwer aus der hohen Hand mit einem zu sagen, das ist hier eine Kiste voller Geschenke, suchen Sie sich was aus. Ich glaube, es läuft wirklich eher andersrum, dass irgendwie irgendwo der Wunsch entsteht, dass etwas Neues geschaffen werden soll. Da muss eine Initiative sich gründen. Und wenn die Stadt irgendwann etwas dazu beitragen kann, wäre das auch erfreulich. Aber so umgedreht, wie gesagt, sagen Sie, was Sie sich wünschen und dann kann man vielleicht drüber reden. Also die meisten Angebote, die tatsächlich auch freie Angebote sind. Wir können ja in vielen Vereinen können wir unheimlich viel machen. Freie Angebote gestalten wir in der Stadt Zeitz, vor allem auch gemeinsam mit den Vereinen Fuchs und Kreazentrum, die dann auch dem Bedarf entsprechend Projekte machen oder Veranstaltungen anbieten, gemeinsam gestalten. Ich glaube, es gibt viele von euch, die unsere Leiterin des Clubhauses hier, die Frau Kröschel, kennen, die das ja viele Einfälle auch mit ihrem Team hat, wo wir vieles tun. Es geht wirklich darum, mit euch gemeinsam, so wie ich am Anfang gesagt habe, mit der Jugend die Dinge zu entwickeln. Dankeschön. Zur nächsten Frage, wie sehen Sie die Ausbildungssituation in Zeitz und was würden Sie verbessern? Also im Moment ist die berufliche Ausbildungssituation so, wir haben mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Es sind nicht alle Ausbildungsplätze belegt und wir müssen manchmal auch Verrenkungen machen. In einem Jahr haben wir als Stadt den, ich sag mal traditionell wieder, den Elektriker, ist auch so ein elektrischer Mechatroniker, ich bitte um Verständnis, dass ich die neuen Berufsbezeichnungen nicht alle drauf habe, haben wir als Stadt Auszubildende eingestellt, damit die Klasse im Berufsschulzentrum eröffnet werden konnte. Wenn nämlich erstmal ein Beruf im Berufsschulzentrum verschwindet als Klasse, kommt er nie wieder. So, und das sind die Themen, wo wir uns auch mit einbringen. Und wie gesagt, es gibt mehr Ausbildungsmöglichkeiten im Moment als Bewerber. Das kann ich nur bestätigen. Und es gibt nach wie vor auch noch Bemühungen, gerade im Bereich von helfenden Berufen, also Pflegeberufe. Der Oberbürgermeister ist da auch bemüht,
dass man da auch noch mehr Angebote in Sites macht. Mein Eindruck allerdings ist auch ein anderer, denn die Frage, welche Ausbildung möchte ich denn machen, das ist ja genau die, die vermutlich hier im Saal die meisten beschäftigt. Und wo kann ich Praktika machen und welche Interessen kann ich verbinden mit meinem Berufswunsch? Und ich glaube, da kann sicherlich noch viel mehr getan werden. Das ist eine Aufgabe von vielen Partnern, ob das Jobcenter ist, ob das der Bogenlandkreis ist, die Berufsberatung. Es gibt Insights, die Messe in der Berufsschule jedes Jahr, die der Landkreis veranstaltet, wo Angebote auch gemacht werden, wo man sich informieren kann. Ich glaube, das ist ein sehr großes Feld und da muss man aber auch selbst aktiv werden und ein wenig auch selbst wissen, in welche Richtung man geht. Ich bin auch jemand, der sagt, vergesst das Handwerk nicht. Das Handwerk ist für jede Berufsmöglichkeit ein guter Start. Man kann auch aus einem Handwerksberuf heraus studieren und Abschlüsse machen. Also überlegen Sie sich, inwieweit Sie selbst da auch ein bisschen beitragen können. Vielen Dank. Ich versuche das kurz zu machen. Wir haben gerade festgestellt, dass das Angebot recht groß ist. Für den einen oder anderen vielleicht nicht immer das Angebot. Also wir müssen die Nachfrage stärken. Also das heißt, wir bräuchten mehr Auszubildende, die dann die Berufsschule besuchen oder andere Dinge. Und genauso da kommen wir wieder zurück, wenn wir die Stadt Zeitz etwas attraktiver machen, dass in zukünftigen Jahren, das wird also nicht heute und morgen passieren, mehr Familien ihren Lebensmittelpunkt hier sehen, dass wir dann auch die Ausbildungsplätze besetzen können, die es gibt. Was würde ich verbessern? Also erstens, das Sommerfestival im Schlosspark, denke ich mal, ist ein guter Ansatzpunkt, erstens das zu besuchen. Zweitens ist es eine jugendgemäße Form, wo ich also ganz locker in Kontakt komme mit der einen oder anderen Firma. Die Organisatoren, der Jugendbeirat, bemüht sich ja ständig, dass dort immer mehr Firmen sich präsentieren oder mehr Einrichtungen sich präsentieren. Das finde ich eine gute Sache, das sollte man ein bisschen weiter ausbauen, weil dort die Jugendlichen, denke ich, besser mit der Firma in Kontakt kommen. Natürlich ist ein Praktikum wichtig. Früher, ich musste noch an der Drehbank stehen in der C-Mark, nannte sich dann praktische Arbeit. Das fehlt leider. Es gibt Ansätze mit dem Verein von Herrn Junge von der MIPRAG, wo man also diese praktische Arbeit wieder mal sehen kann. Das finde ich auch gut. Ich habe also auch einem jugendlichen jungen Mann sehr ans Herz geredet, bevor er sein Studium im Maschinenbau in Dresden jetzt aufgenommen hat. Ich sage, geh mal in eine Metallbaufirma. Ich habe da auch eine Firma angerufen. Er hat dort auch ein Praktikum gemacht. Also diesen Einstieg würde ich immer jedem empfehlen. Und ich würde jedem auch das Sommerfestival empfehlen, um dort mit den Firmen in Kontakt zu kommen. Also das müssen wir noch einfach verbessern. Die Nachfrage erhöhen, habe ich gesagt. Und vielleicht zukünftige Auszubildende diese Arbeitsplätze oder diese Ausbildungsplätze etwas schmackhafter zu machen. Das können wir begleiten, aber die Ausbildungsplätze bieten unsere Handwerksfirmen. Und das, denke ich, so könnte es was werden. Die nächste Frage, besonders während der Ferien wird für Kinder recht viel, für die Jugend jedoch wenig angeboten. Wie würden Sie das ändern? Wie ich schon mal gesagt habe, das kann die Stadtverwaltung oder Bürgermeister nicht ändern. Die Frage ist, was sind die Bedürfnisse, welche Fragen werden an uns gerichtet, die können wir dann aufgreifen und können gestalten. Wenn wir was nur produzieren, anbieten, für Kinder ist das durchaus einfacher, keine Frage. Und auch Veranstaltungen, die Hex-Event und dergleichen durchführt, werden von uns mit begleitet und unterstützt. Gar keine Frage, das werden wir auch weiterhin tun. Aber die Ideen der Feriengestaltung im Bereich der Jugend, was das auch immer sein mag, das muss von euch selber kommen und wir können es begleiten. Ansonsten geht es schief. Dankeschön. Möchte ich sonst? Okay, gut. Das nächste Thema wurde schon ein bisschen angesprochen. Es geht um die Spielplatzsituation in Zeitz. Wie schätzen Sie diese denn ein? Was würden Sie ändern oder gegebenenfalls verbessern? Wo sehen Sie Möglichkeiten?
Ja, stimmt, die Frage ist schon angesprochen worden, teilweise beantwortet. Ich, um den geht es ja, möchte ändern und verbessern. Also erstes Spielplatz, Konzeption des Jugendbeirates, auch das ist eine gute Idee gewesen, einfach mal aufzuschreiben, wo liegt denn das Problem. Ich denke, ja, es hat der Stadtverwaltung schon geholfen und wird noch weiterhelfen. Was würden Sie ändern und verbessern? Habe ich gesagt, wiederhole ich mich gerne, es muss bedarfsgerechte Spielplätze geben und die müssen deutlich erkennbar sein. Deshalb bin ich dafür, das also deutlich zu kennzeichnen mit einem Zaun, damit also der Spielplatz für die Kleinkinder erkennbar ist, auch der Jugendtreff erkennbar ist, aber auch die Hundewiese halt erkennbar ist. Die nächste Frage ist, auch sehr kurz, und zwar, was sind Ihre Pläne zum Umweltschutz? Ja, ich wollte, ja, so ähnlich ist richtig. Ein bisschen Umweltschutz kann die Stadt sein, also nicht viel. Weil Umweltschutz ist ja Landes- und Bundessache oder Europa. Die liefern uns die Plaketten an die Autos und wir werden mit Filtern genötigt, unsere Ofen zum Beispiel auszurüsten oder Heizungsanlagen. Nicht nur genötigt, ist auch gut so, dass wir eine saubere Luft haben. Ich kann mich noch erinnern, dass es manchmal in Zeit, vor langer Zeit, ja, ich also auch mit ja, verschiedenen Arten Problemen zu kämpfen habe. Das ist schon besser geworden. Ich sage ganz offen, dass es mir nicht gefällt, Wertstoffe zu verbrennen. Auch in meinem Lebenslauf ist ersichtlich, dass ich mit Abfall zu tun habe. Das sind Wertstoffe, die können wir besser verwenden. Und Umweltschutz, die Stadtverwaltung kann aus meiner Sicht dazu beitragen, einen kleinen Beitrag, umweltfreundliche Autos zu fahren, die also zum Beispiel mit Erdgas betrieben werden oder elektrisch betrieben werden. Das ist ein kleiner Beitrag. Vielen Dank. Gibt es noch andere Ansätze? Nein, gut. Wie ich jetzt so mitbekomme, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal eine kleine Atempause machen würden. Wir haben noch eine Handvoll Fragen. Ist nicht so viel. Ich würde sagen, wir machen 10 Minuten. 10 Minuten Pause und treffen uns dann wieder hier. Kann jeder noch mal Luft schnappen. So, machen wir weiter. Das Thema wurde schon ein paar Mal angesprochen. Es geht auch um den Goethepark. Der ist ein zentraler Bestandteil unserer Innenstadt und befindet sich ja derzeit in einem sehr schlechten Zustand. Und letztes Jahr wurden ja auch schon viele Ideen aus der Bevölkerung gesammelt, wie wir ihn verbessern könnten. Nur ganz kurz, weil wir das Thema schon angesprochen haben, sehen Sie noch Möglichkeiten der Verbesserung? Möchten Sie jetzt dazu noch was sagen oder reicht das, was eigentlich schon angesprochen war? Hätten Sie noch? Gut, dann skippen wir die Frage, oder? Ganz kurz. Also, Goethepark ist seit Jahrzehnten ein Problem. Und ich sage jetzt mal, vielleicht ist es ungewöhnlich, aber mich persönlich ärgert es extrem, wie dort, wer auch immer, sich benimmt, wenn man dort zerstört, wenn man dort wilde Schmierereien loslässt, wenn man dort Flaschen in Spielplätze schmeißt. Und wenn man dort historische Denkmäler kaputt macht. Das wollte ich sagen, ohne dass ich bitte jetzt falsch verstanden werde, weil da gilt der Spruch, alle, die in der Kirche sind, sind nicht gemeint. Ich nehme an, dass keiner von Ihnen hier solches billigt. Aber es wäre gut, wenn wir untereinander da ein wenig sorgenreicher wären und auch aufpassen, dass solche Dinge nicht passieren. Es ärgert mich weiter, dass dieses wunderschöne Schinkelgrabmal, was mein Vater in den 60er Jahren einigermaßen wieder restauriert hat, so traurig dort steht. Es ist ein historisch wertvolles Denkmal. Karl Friedrich von Schinkel ist ein wichtiger Architekt. In Berlin wird er hoch geehrt. In Zeitz scheint das entweder niemand zu wissen oder niemand zur Kenntnis zu nehmen. Und das zu ändern, da habe ich ganz bestimmt sehr viel Interesse dran. Und dort steht ein Spielelefant. Den habe ich mit zusammen mit meinem Vater
hergestellt. Da war ich noch Kind. Und er fristete ein trauriges Dasein. Man muss da sicher insgesamt, weil es ist ja ein Spielplatz, sich überlegen, ob dieser Spielplatz dort so gewünscht ist und wie er gestaltet werden kann. Und die Vorschläge, die jetzt da liegen, die liegen jetzt ja, wie man so schön sagt, in der Schublade. Und Herr Kunze will sie aufreißen. Ich glaube, man kann das tun. Und ich denke, da ist auch noch genügend Arbeit. Und die können wir gern gemeinsam machen. Und ich denke, da ist ein guter Ansatz da. Und die hat ja gerade der Jugendbeirat auch gute Mitarbeit gezeigt. Und das kann nur besser noch fortgeschrieben werden. Und tätig, dass man tätig wird. Dankeschön. Vielen Dank. Also Frau Späte, es liegt nicht in der Schublade. Ich habe eine andere Erinnerung. Der Stadtrat hat es in einem Tagesordnungspunkt nach Vortrag und Präsentation des Jugendbeirates behandelt und alle Vorschläge abgewogen. Und daraus wird eine Planung für die Umsetzung, wo all diese Fragen mit dabei sind. Es ist nichts mit Schublade. Gut, aber wir sind uns sicher, dieses Thema wird auch weitergeführt. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, gerade in der jetzigen Zeit. Und zwar, wo sehen Sie Ihre Aufgaben im Bereich der Infiltration, gerade in Bezug auf Kinder und jugendliche Flüchtlinge? Gemeldet worden, so will ich es mal sagen. Also da werden auch der ein oder andere im Burgenlandkreis
untergebracht werden. Da werden auch alleinlebende Jugendliche hier in Zeitz untergebracht werden. Und da wäre es schön, wenn wir gemeinsam, wir alle Schüler, etwas ältere Jugendbeirat, einfach auf die Gäste zugehen und mit ihnen gemeinsam ihre Probleme lösen oder sie einfach zu uns einladen. Ich denke mal, das ist das Einfachste. Nicht einfach sagen, das wollen wir nicht, sondern das Problem können wir doch nur lösen, wenn wir miteinander im Gespräch sind, denke ich. Dankeschön. Ich würde gerne mal nachhaken. Sehen Sie da Möglichkeiten für bestimmte konkrete Projekte, wo Sie sagen, das könnte man tun? Also ich habe ja mit Interesse im Moment verfolgt, was gesagt wurde. Die Stadt Zeitz bietet jeder Familie, die mit Kindern kommt, natürlich Kindertagesstättenplätze an. Das Problem ist, es werden auch Verträge abgeschlossen. Nur, dass die Zuverlässigkeit des Besuchs durch die Kinder, das kommt natürlich ein Stückchen von Eltern auch mit, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Jedes Kind, was einen Kinderbetreuungsplatz benötigt oder haben möchte, bekommt einen solchen, ohne Ausnahme. Zweitens, wir integrieren genauso auch in die Grundschulen und in die Sekundarschulen. Das große Problem ist allerdings, dass keine Zuverlässigkeit und Schulung da ist, weil keiner weiß, wie lange sie da sind. Dass manchmal, ich kenne Schulbesuche, wo Kinder aus solchen Familien nur 3 Tage da waren, weil sie dann bereits wieder aus anderen Maßnahmen heraus umgesiedelt wurden. Das heißt, wir haben es hier schwer. Was haben wir als Stadt getan? Freiwillig, ohne eine Verpflichtung zu haben. Wir haben eine Fachkraft eingesetzt, die sich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nur mit den Kindern der Flüchtlinge und Asylbewerber beschäftigt und ihnen Möglichkeiten gibt, eben auch in der Kommunikation, mit Begegnungen mit unseren Kindern und Jugendlichen, damit vor allem die Sprache erlernt wird. Weil die Eltern lernen die Sprache nur sehr schwer. Die Kinder lernen die Sprache sehr gut, sehr schnell und fungieren häufig als Dolmetscher. Und das ist eigentlich der wichtigste Ansatz, den wir an der Stelle haben. Insofern machen wir schon viele Projekte, die wir auch mit der Mitarbeiterin betreiben. Vielen Dank. Ja, zu diesem Thema gibt es keinerlei Differenzen und was der Oberbürgermeister gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Die Stadt Zeitz ist hier wirklich gut aufgestellt und kümmert sich um die Menschen, die hier Hilfe suchen. Und da kann man eigentlich nur sagen, wir müssen den Ehrenamtlichen danken, die sich freiwillig bis jetzt darum kümmern und die weiter unterstützen. Und ich will nur kurz noch beitragen, wir hatten diese Woche am Dienstag, ist erst 2 Tage her, im Sozialausschuss des Kreistages, dem ich auch seit 20 Jahren angehöre, genau dieses Thema. Denn nachdem nun die ersten Arbeiten in Anführungsstrichen beendet sind, nämlich den Leuten ein Dach über dem Kopf zu suchen, geht es jetzt genau mit diesen Fragen weiter. Und das neu geschaffene Integrationsamt beim Burgenlandkreis, das gibt es erst seit 1. Januar 2016, ist also durch den Ausschuss und wir beraten da noch weiter, wir sind da noch nicht zufrieden mit unseren Anträgen, wird durch den Ausschuss beauftragt werden, genau diese Dinge zu betreuen und auch mit zu unterstützen, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, wo die Menschen leben. Dankeschön. Die nächste Frage, viele Gebäude im Stadtbild sind verfallen und bürgen auf Gefahren für spielende Kinder. Wie würden Sie das Problem des Häuserverfalls in Zeitz angreifen? Ja, in der Tat gibt es in der Innenstadt, vor allem in Zeitz, viele Häuser, die bestimmt seit über 20 Jahren nicht bewohnt sind. Meine Lösung wäre eigentlich, dass man da eine Einzelfallbetrachtung vornimmt, dass man sich jedes einzelne Haus vornimmt, guckt, wem das eigentlich gehört, wie es genutzt werden könnte, ob man vielleicht es noch aufhübschen könnte. Man müsste eine neue Immobilienbörse ins Leben rufen
und dann insbesondere jungen Familien die Gelegenheit geben, dort Wohneigentum zu erwerben, vielleicht aber auch Gewerbeeigentum, denn es bietet sich ja an, wenn jemand selbstständig ist, oben zu wohnen und unten seinen Laden zu haben. Es gibt natürlich auch viele Läden in der Immobilien in der Innenstadt, die leer stehen, jemandem gehören, der sie nicht verkaufen möchte. Da muss man auch im Einzelfall Gespräche führen, sehen, wie man da eine Regelung finden kann. Das wird eine mühsame Aufgabe und eine langwierige Aufgabe, aber ich glaube, es geht über eine Einzelfallbetrachtung. Das Problem ist ja nicht das Gebäude, sondern eigentlich der Besitzer, der Eigentümer des Gebäudes. Der hat, und das ist ganz wichtig, der hat das Haus verfallen lassen, nicht die Stadt Zeitz oder nicht die Leute, die dran vorbeigehen, sondern es ist ganz wichtig, den Eigentümer da als Verantwortlichen zu nennen. Und auch dieser Eigentümer hatte wiederum Gründe. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr sich an dem Gebäude engagieren, weil ihm die finanziellen Mittel vielleicht fehlen und weil ihm vielleicht auch die Mieter fehlen. Und ich denke, da sollte man anfangen, haben wir auch schon angesprochen, wir brauchen in der Innenstadt, aber auch in den Ortsteilen ist das teilweise auch so, dass wir dort Häuser haben, die nicht mehr bewohnt sind. Wir müssen die gesamte Region, die Stadt Zeitz, attraktiver machen. Wir müssen das Problem lösen, warum halt der Hausbesitzer sagt, das Haus ist für mich nicht mehr interessant und deshalb kann ich es nicht mehr sanieren. Diese Sachen sind klein und sehr mühsam, das ist richtig. Ein Hinweis oder eins hier steht, und sie auch Gefahren bürgen für spielende Kinder und so weiter. Falls das so ist, bitte ich immer die Stadtverwaltung anzurufen, das Bauordnungsamt, Herrn Otto als entsprechenden Leiter des Ordnungsamtes. Wenn eine Gefahr für Leib und Leben von diesem Haus ausgeht, dann muss diese Gefahr beseitigt werden. Das hat die Stadt Zeitz an vielen Stellen schon praktiziert. Leider wurde dann das Haus abgerissen. Das ist aber die Beseitigung der Gefahr. Also immer wenn ihr irgendwo ein Problem seht, dann ist es nicht, da braucht man keine Angst haben, bei der Stadt nicht anzurufen, sondern einfach sagen, ich rufe da an, weil ich festgestellt habe, da fehlen die Gullideckel, da fehlt die Dachrinne vom Haus. Ist es wichtig, einfach dann auf die Gefahr hinzuweisen, dann kann man anrufen, dann kann man eine E-Mail schreiben. Also heutzutage kein Problem. Also das darf natürlich nicht sein, dass Gefahren von diesen Häusern ausgehen, die dann irgendwelche Menschen verletzen. Also die wird beseitigt, die Gefahr, die wurde auch schon beseitigt. Das ist also nichts Neues. Und sonst, denke ich, ist es wichtig zu ergründen, warum das Haus leer steht und dann versuchen, dort wieder Bewohner zu finden für das Stadtteil oder für das Haus. Vielen Dank. Und möchte sich noch jemand dazu? Man kann da viele Träume haben. Ich kann auch sagen, Ordnungsamt ist zuständig, die sind nicht zuständig, lieber Herr Exler. Das ist eine reine Baurechtsproblematik, die alleine nach dem Baurecht zu beurteilen ist. Und wenn eine Gefahr existiert, dann wird eine Ersatzmaßnahme eventuell verfügt. Aber nicht nach dem Motto, uns gefällt da was nicht, wir handeln. Das ist eine ganz klare baurechtliche Angelegenheit, die übrigens nicht im Geschäftsbereich von Herrn Otto liegt, sondern an anderer Stelle in eigener Bereich. Das ist das Zweite, was ich an der Stelle sagen will. Wir dürfen nicht nur Träume haben und etwas sagen, die haben kein Geld. Wir haben eine gesamte Häuserzeile an der Rahnestraße, beginnend mit der 16 und hochgefahren bis zur 8, wo ein Eigentümer in den Jahren 1992 bis 2005 die Häuser eingesammelt hat und die damalige Stadtverwaltung zugeschaut hat und der damalige Stadtrat nicht gehandelt hat. Und dieser Eigentümer hat es erworben, um einzusammeln. Es ist überhaupt nicht sein Ziel, an den Häusern etwas zu machen. Er hat wirklich gesagt, Zeitz geht eben Bach runter, ich bin Kunsthistoriker, ich möchte, dass man in 20 Jahren noch sieht, wie Zeitz mal ausgesehen hat. Und das macht er. Und da kommen wir nicht ran. Im Sozialismus hat man enteignet. Aber den haben wir nicht mehr. Und wir wollen auch nicht enteignen. Wir schaffen Baurecht, wo wir ihn vielleicht auch zwingen können. Aber das ist ein langer Weg. Und an den Stellen, wo es Bauwillige gab, Neumarkt, Altmarkt, auch Rossmarkt, dort haben wir ja eine hohe Verdichtung auch mit der Bewohnung.
Also die Mieter sind da. Dort unterstützen wir, dort geben wir Fördermittel und alles. Das muss ich einfach zur Klarstellung sagen, damit hier keine Illusion an der Stelle existiert. Dankeschön. Wir kommen jetzt zur vorerst letzten Frage. Die betrifft euch Schüler komplett. Und zwar, wie sehen Sie denn die Vernetzung der unterschiedlichen Schulformen in Zeitz? Wir haben ja ein Gymnasium, zwei Sekundarschulen, Grundschulen haben wir sechs, Entschuldigung. Genau, wie sehen Sie da die Vernetzung und würden Sie sich dafür einsetzen, dass vielleicht auch Kooperationen entstehen und ein Miteinanderlernen möglich ist? Wo sehen Sie vielleicht Möglichkeiten? Das ist natürlich auch immer eine Frage an die Realarbeit. Wir haben zweimal im Jahr, und das ist die beste Vernetzung, die man hat, in Akzeptanz aller Schulen, unabhängig vom Träger, eine Schulleiterberatung, wo auch die Schulen, die nicht in unserer Trägerschaft sind, genauso mit teilnehmen, wo wir gemeinsame Aufgabenstellungen entwickeln und wo wir viele Projekte auch besprechen. Im Moment gerade mit den Schulen komplett das Jahr 2017, unser Stadtjubiläum einerseits, Reformationsjubiläum andererseits, das machen wir mit allen Schulen gemeinsam. Und da machen auch alle mit, unabhängig des Schulträgers. Das Zweite, was sehr wichtig ist und existiert, und das ist, da sind ja einige auch authentische Besucher heute da, wir haben mit unterstützt und gefördert, dass die, vor allem die Sekundarschulen, Kooperationsverträge mit der Wirtschaft haben. In den Sekundarschulen Kooperationsverträge der Schule mit Miprag, mit Südzucker, mit den Stadtwerken. Wir gestalten über diese Kooperationen gemeinsame Projekte und das ist übergreifend auch über die Schulen. Dort sind wir sogar sehr gut aufgestellt. Danke schön. Das ist das eine und jetzt schiebe ich noch einen Wunsch hinterher. Man kann ja darüber auch noch mal reden. Wir haben auch zwei Grundschulen im Norden und im Süden der Stadt. Und da ist natürlich die Entfernung das Problem, aber auch da kann man sicherlich noch einiges beitragen, dass das schöne Wort Vernetzung, was wir heute so oft verwenden, noch etwas mehr mit Leben gefüllt wird. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Wunsch, den ich zumindest von vielen Schülern auch höre, ist, dass eben die Verbindung zur Praxis, zur beruflichen Entscheidung, die man treffen muss, noch stärker wird. Und sicher auch vielleicht mal die Frage gestellt wird, ich bitte da schon im Vorhinein um Nachsicht, wie weit können denn auch Projekte für Jungen und Projekte für Mädchen ins Leben gerufen werden, weil ich glaube gerade in dem Alter zwischen Beginn Sekundarschule und so 11. Klasse, da gibt es doch in der Entwicklung von jungen Leuten sehr unterschiedliche Ausprägungen und da kann man sicher auch noch zuhören, wie das die Jugendlichen sich wünschen. Aber ich denke, die Schulen sind dazu bereit und die Kooperation ist ein sehr wichtiger Punkt mit den Betrieben. Die kann auch noch fortgesetzt werden. Dankeschön. Vielleicht zunächst. Es ist zwar richtig, dass es in der Stadtverwaltung unterschiedliche Zuständigkeiten gibt. Ich denke aber, wichtig ist zu sagen, Bürger, bitte wendet euch an uns. Und innerhalb der Stadtverwaltung ist es bestimmt möglich, die Zuständigkeiten zu klären, die mir sehr wohl bewusst sind. Ja, Vernetzung von Schulformen, das ist einerseits die Schulleiter, die Gebäude miteinander, die unterschiedlichen Ausrichtungen der Schulen. Ich finde, eine gute Vernetzung der Schüler ist das auch schon erwähnte Sommerfestival, wo sich der Gymnasiast mit dem Realschüler kennenlernt, der Grundschüler vielleicht nicht da ist, der ist ein bisschen zu jung, aber die verschiedenen Schüler sich einfach kennenlernen und da wäre es am besten, wenn dort der Austausch so fruchtbar ist, dass man sagt, wir treffen uns auch mal im Herbst nochmal oder im Frühjahr nochmal und machen auch ein gemeinsames Projekt, was natürlich von Schulleiter und auch den Netzen der Schule mit Wirtschaft und so weiter unterstützt werden soll. Gut finde ich, wie gesagt, dass die Schüler sich dort treffen und wenn dort die eine oder andere zündende Idee kommt, denke ich mal, ist die bei Schulleitern und Verwaltungen und Betrieben gut aufgehoben. Deshalb, das denke ich, so eine Kooperation ist okay und dort kann man dann auch das Miteinanderlernen organisieren.
Ja, ich möchte lediglich es bei einer allgemeinen Aussage belassen, nämlich dass es aus ökonomischen Gründen durchaus sinnvoll erscheint, wenn Institutionen und vielleicht Lerneinheiten gemeinsam von verschiedenen Schulen benutzt oder genutzt werden. Vielen Dank. Damit möchten wir auch unsere Fragerunde schließen. Jetzt seid dann ihr gefragt, wo sind noch eure offenen Fragen und in der offenen Diskussionsrunde darüber zu diskutieren. Genau, wir hatten uns ja überlegt, nicht, dass nur der Jugendbeirat hier Fragen stellt, sondern A, keine Sorgen, ihr habt es fast geschafft. Auch natürlich die Kandidaten haben es fast geschafft. Und B, werden Max und Tina jetzt rumgehen und wenn ihr Fragen habt, und wir hoffen, ihr habt noch ein paar Fragen mitgebracht, könnt ihr die noch an alle oder an Einzelpersonen gerne stellen. Und deswegen, ab geht's. Genau, wer möchte die erste Frage stellen? Dann komme ich gleich mal zu der jungen Dame hier in der zweiten Reihe. Also meine Frage geht an den Herrn Kunze. Fast alle Spielplätze hier in Zeitz sind beschädigt. Ich denke nur an den Goethepark, an das Netz, was nur noch aus Klebeband besteht. Warum, also wie konnten Sie das all die Jahre verantworten, dass sich Kinder an solchen Dingen verletzen können? Warum werden solche Spielplätze nicht gesperrt? Sie haben die Frage sehr persönlich gestellt. Ich muss natürlich sagen, ich habe dieses Ereignis auch aus dem Revisionsbericht zur Kenntnis nehmen können. Die Spielplätze werden jedes Jahr zweimal beschaut durch das Sachgebiet. Und hier wurde wahrscheinlich bei der letzten Kontrolle eine andere Einschätzung getroffen. Allerdings war es in der Tat vom TÜV abgenommen, dieses Spielgerät. Und uns hat sich später gezeigt, dass die Abnahme eben nicht ganz der Realität entsprach. Wir haben danach unabhängig vom TÜV nochmal alle Spielplätze begangen und haben zu allem nochmal ein neues Revisionsprotokoll. Aber Erneuerungen, muss ich auch sagen, das kann niemand anders beantworten, sind nur im Rahmen des Haushaltes möglich. Und da müssen wir natürlich die Haushaltsmittel für den Haushalt 2016 entsprechend sortieren. Der Haushalt steht noch nicht. Weitere Fragen? Nur Mut. Bitte. Danke. Die Frage stelle ich an alle. Wir hatten ja dieses schlimme Hochwasser vor vielen Jahren. Und wie könnte man diesen Hochwasserschutz verbessern? Ich glaube, die Frage ist ein bisschen nicht ganz fair an alle zu stellen, weil der Hochwasserschutz an der Weißen Elster ist eine Angelegenheit, für die das Land Sachsen-Anhalt zuständig ist. Es gab vorneweg, vor dem Hochwasser, gab es punktuell Entscheidungen des Landes, den Deich, beispielsweise einen Deich zu schaffen in dem Gebiet von der Auebrücke bis zum Tierheim und eine Sanierung des Deiches zwischen der August-Bebel-Brücke und der B2N durchzuführen. Nach dem Hochwasser hat das Land in Auftrag gegeben, für die Stadt Zeitz ein Gesamthochwasserschutzkonzept zu erarbeiten. Das ist im Moment von den Planern vorgestellt worden. Und dazu kann ich einladen, wir haben am nächsten Donnerstag, am 25. Haben wir im Friedenssaal des Rathauses den Minister Eigens, der dafür zuständig ist, da in dem Landeshochwasserbetrieb, wo die Elemente der Hochwasserschutzkonzeption für die Stadt Zeitz vorgestellt werden, nach denen dann auch entsprechend gebaut werden soll. Ich möchte das doch noch ein bisschen ergänzen, dass der Stadtrat klug entschieden hat, kann ich zumindest für mein Empfinden sagen, dass wir nach diesem Ereignis auch in dem Fall einen Beirat eingerichtet haben, der von Fraktionen besetzt wird, wo wir gemeinsam diese Fragestellung beraten haben mit den zuständigen Stellen beim Land Sachsen-Anhalt. Und es war, glaube ich, auch sehr gut, dass wir das gemeinsam gemacht haben, denn da sind auch von Fachleuten, die auch in diesem Beirat mitgearbeitet haben, viele gute Hinweise gekommen, auch von Bürgern. Allerdings, und da kann ich natürlich nur dem Herrn Kunze recht geben, ist das eine Aufgabe, die das Land Sachsen-Anhalt erfüllen muss. Und die wird nicht so schnell umgesetzt, wie es mancher sich wünscht, aber es ist auf gutem Weg.
damals schon relativ gut ergänzen. Fällt mir dazu ein, als Schaden wird man klug. Leider ist der Schaden sehr groß gewesen in Zeitz. Ich selber habe in Zangenberg Sandsäcke gestapelt und habe dort auch bei anderen Tätigkeiten festgestellt, dass also neben der Landesaufgabe, Hochwasserschutz herzustellen, es auch ganz wichtig ist, dass unsere Feuerwehr, die dann im Falle eines Falles ja da uns zur Verfügung steht, auch entsprechend ausgerüstet ist. Das ist ja jetzt teilweise erfolgt. In Zangenberg gibt es ein Sandsacklager, wo also die Dinge schneller organisiert werden können. Und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, bei den Zeitzer Feuerwehren, die wir haben, für solche Katastrophenfälle, dass wir uns da gut aufstellen, noch besser aufstellen, als es jetzt vielleicht aus diesen Erkenntnissen vom Hochwasser gekommen ist. Also auch die Feuerwehr gehört mit in das gesamte Konzept rein. Ich möchte nur sagen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was auch in Zukunft weiter beobachtet werden muss. Und da habe ich persönlich auch ein eigenes Interesse, denn wir sind 2013 auch abgesoffen und ich war dann hier und habe Keller ausgekerchert und Garagen und es ist einfach, es soll nicht weiter passieren, meine Frau mag das auch nicht. Also die sagt jetzt schon, aber ne, also nicht, dass es wieder so aussieht wie 2013. So, sonst fühlt sie sich nämlich hier auch nicht wohl bei uns im Garten. Ja, also da muss man ein Augenmerk drauf haben und ich glaube, das Thema ist auch noch nicht vorbei. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer möchte die stellen? Ich weiß auch zum Beispiel, dass die Sekundarschule 3 Fragen schreiben musste im Unterricht. Das heißt, da müssten noch ein paar kommen. Was wollen Sie konkret verbessern bzw. ändern an den beiden Sekundarschulen? Was Sie konkret an den beiden Sekundarschulen ändern bzw. verbessern wollen? Wolltest du da noch mehr wissen? Nein. Hat noch jemand eine Frage? Achso. Naja, ich würde einen Wunsch loswerden wollen, den wir schon mal formuliert haben, auch mal an die Schüler. Dass vielleicht dieser Name Sekundarschule 3 ist irgendwie so ein technischer Name. Ich wäre sehr froh, wenn wir aus der Schülerschaft dieser Schule vielleicht einen Vorschlag bekommen, dass diese Schule einen Namen trägt. Und ich habe mir selbst auch schon mal Gedanken gemacht, es gibt in Zeitz auch sehr berühmte Frauen, weil wir haben schon Schulen, die haben alle Namen von Männern. Und es wäre gut, vielleicht auch dahin mal zu denken. Und es gab eine Frau, die mich sehr persönlich beeindruckt hat, die also auch sehr lange schon nicht mehr lebt. Ich lasse den Namen jetzt mal weg, aber sie hat zum Beispiel ihr Vermögen, da sie keine Kinder hatte, dafür zur Verfügung gestellt, dass Kindern Schulbücher aus ihrem Vermögen zugewachsen sind. Also es gibt tolle Zeitzer, historische Persönlichkeiten, die es verdient hätten, auch dass eine Schule diesen Namen trägt. Ansonsten haben wir vorhin ja schon darüber gesprochen, es gibt nur eine Möglichkeit im Moment über die Förderung Stark 3 und da ist ja auch an der Sekschule 3 schon was passiert. Im Zweifel ist das auch immer eine Frage der Haushaltsmittel. So leid es uns allen tut, so ist es. Und da muss man auch realistisch sein, aber die Bemühungen gehen dahin und sollen auch fortgesetzt werden, müssen fortgesetzt werden. So, weiter geht's. Ja, die nächste Frage. Ansonsten möchte ich noch mal eine Frage stellen, auch zu einem Thema, was mich nicht direkt persönlich betrifft, aber ich kenne viele Leute, die es betrifft. Und zwar hatten wir vor uns ja schon mal angesprochen, wie man Bands fördern könnte, zum Beispiel, oder allgemeinen Künstlern dieser Stadt. Und Bands brauchen natürlich auch einen Raum zum Spielen. Und da wäre meine Frage, ob man da eine finanzielle Förderung machen könnte, dass man zum Beispiel eben bei der Miete, sage ich jetzt mal, aushilft, beziehungsweise
vielleicht auch da, wenn Auftritte in Zeit sind, da bei den Mieten dann aushilft für die Locations. Also ich finde es eigentlich selbstverständlich, dass die Stadt, also ich meine, solche Räume zur Verfügung stellt. Also hier gibt es ja ein solches Gebäude, hier gibt es Auftrittsmöglichkeiten. Ob es vielleicht das Kapitol sein muss, ist natürlich eine andere Frage, aber ich finde, Übungsräume und Auftrittsmöglichkeiten sollten da sein, auf jeden Fall. Ich denke, genau, in der Vergangenheit hat es die Stadtverwaltung zumindest in allen Fällen oder zumindest mehr bekannten Fällen, will ich mal sagen, immer wieder geschafft, hier mit Frau Köschel oder mit der Frau Langberg, für Bands, Künstler, welcher Art auch immer, sag ich mal, Möglichkeiten zu schaffen. Natürlich sind die ja nicht riesengroß, aber die Stadt Zeitz hat auch ein paar Gebäude, wo vielleicht das eine oder andere dann auch möglich ist. Und zur Unterstützung, wenn es dann um den Auftritt gibt, egal welcher Art, auch da gibt es Möglichkeiten erstmal, die man per Antrag mit Frau Langberg oder dem entsprechenden Amt bereden kann. Und darüber hinaus muss ich sagen, ja, findet man über die Stadtverwaltung hinaus, denke ich mal, bei entsprechender Qualität der Leistungen auch Partner, mit denen man sowas durchführen kann. Ja, also ich höre das schon manchmal, wir wollen einen Probenraum, aber ich denke, wenn man dann sich auf die Tippeltabeltour begeht, ist das möglich. Falls jemand dort vor verschlossenen Türen steht, denke ich mal, sind die hier vier vorn sitzenden Damen und Herren immer gerne bereit, da auch die Tür zu öffnen, wenn es notwendig ist. Okay, sollte es dann doch noch eine weitere Frage geben, dann werden wir die auch stellen. Was ist der Zweck des Mittelgrunds? Also warum haben Sie den gekauft, wenn man für das Geld auch was anderes kaufen hätte können, was sinnvoller ist? Es gab ein Projekt Altmarkt. Es ist eine Orientierung des Landes, bei solchen Großprojekten einen bestimmten Anteil Kunst zu machen. Wir hatten eine lange Zeit eine Hin- und Her Diskussion mit den Archäologen, ob wir die archäologischen Funde freilegen mit Treppenanlagen oder was auch immer oder unter Glas machen, und haben dann natürlich langfristig auch von den Archäologen gesagt gekriegt, das kriegt ihr nie langfristig hin bei den Unterhaltungskosten. Da haben die Archäologen die Entwicklung gemacht, der dann der Architekt gefolgt ist, dass die Befunde, die einen Meter unter der Erde von früheren Bauwerken, das heißt, waren ja völlig neue Erkenntnisse, dass sie an die Oberfläche gespiegelt werden. Und dann kam in einer Diskussion im Rathaus, wo auch Stadträte dabei teilgenommen haben, die Diskussion, kann man das Ganze mit Wasserspielen versehen. Und in dem Zusammenhang ist dann der Nebelbrunnen entstanden, weil es die Anregung gab, eine solche Vernebelung zu machen, wie es an anderen Städten auch da ist. Man kann da sehr unterschiedlicher Auffassung dazu sein. Das Kunstwerk an sich ist aber nicht der Nebelbrunnen, sondern das, was mit den Steinen dargestellt ist. Und ich denke, in den nächsten Tagen wird auch endlich nach 2 Jahren die Erläuterungstafel, was es mit den Steinen auf sich hat, auch aufgestellt. Damit man es dann nachlesen kann und weiß, warum das so ist. Dass es 2 Jahre gedauert hat, fragt mich bitte nicht nach der Odyssee. Ja, die Frage gibt mir Gelegenheit, noch ein bisschen weiter auszuholen. Ich habe in der letzten Wahlperiode bereits mal angeregt, dass man die Kunstwerke, die die Stadt Zeitz beherbergt, mal erfasst und fotografiert und vielleicht mal schaut, wie es an anderer Stelle, und da komme ich auf den Fuchtsplatz, da steht noch ein Brunnen, der hat gar kein Wasser, der auf dem Altmarkt hat welches, da will es keiner, und der am Fuchtsplatz hat kein Wasser und da will man es vielleicht, also egal, da ist viel, viel zu tun, und mir gefällt das auch nicht, dass mit Kunstwerken, wie man das auch immer definieren mag und ob es der eine oder andere schön findet, das ist hier gar nicht die Frage, wie man die pflegt und erhält. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Brunnen.
für meine Begriffe ist es kein Brunnen. Das ist eigentlich gedacht gewesen, um das darzustellen, was Herr Kunze gerade erklärt hat. Und da war gedacht, da ist auch eine vergoldete Schicht drauf. Und Herr Kunze, diese Schicht ist mittlerweile schwarz. Und wissen Sie warum? Weil der SSBZ das pflegt mit Stahlbürsten. Und die Stahlbürsten bewirken, dass diese Vergoldung schwarz geworden ist. Es ist falsch gepflegt. Und wenn es richtig gepflegt worden wäre, könnte man das Gold heute noch sehen. Das ist nämlich das, was eigentlich dann diese Tafel erläutern soll. Und so sehen Sie alle, man kann, wenn man miteinander spricht und vielleicht auch die entsprechenden Maßnahmen ergreift, bestimmte Dinge erhalten oder auch pflegen oder auch erklären. Und ich würde mir wünschen, dass wir da in der gesamten Stadt pfleglicher mit den Dingen umgehen, ob wir das Kunst nennen oder schöne Wohnumgebung, da gehört das auch dazu. Aber es ist natürlich jetzt ein Aufruf in der anderen Richtung ganz schnell noch. Unter 47 Bewerbungen für den Architekturpreis Sachsen-Anhalt ist die Stadt Zeitz in die letzte Runde der 13 gekommen. Und es gibt eine, neben der Jurywertung gibt es auch eine Publikumswertung. Und da sind im Internet bei uns auch die Wertungsbögen. Also Aufruf an euch alle, wer es noch nicht gemacht hat, Wertungsbogen aufrufen, ausdrucken, 13 ankreuzen, in dem Fall eine Glückszahl, ausfüllen und per Fax oder per E-Mail an die Architektenkammer, die Angaben sind dort alle drauf. Wir möchten den Publikumspreis für den Altmarkt gewinnen. Der Nebelbrunnen ist nur ein kleines Element davon. Okay, also ich denke, der Nebelbrunnen ist eine interessante Geschichte, aber ich würde sagen, es waren keine weiteren Fragen mehr. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ihr habt tapfer durchgehalten und jetzt kommen doch noch Fragen. Also, man fährt ja neuerdings in der Kirche ums Dorf. Wann wird denn das wieder normal sein mit den Baustellen? Es ging um die Straßenführung. Aufgrund vieler Baustellen würde man mit der Kirche ums Dorf fahren und wann das wieder ja, abgeschafft wird, diese Baustellen. Also Baustellen sind ein Zeichen dafür, dass was geschieht. Es ist lange Zeit in Zeitz wenig geschehen, deshalb waren auch viele Jahre wenig Baustellen. Die Baustellen werden so schnell wie möglich bearbeitet, aber wenn wir einige Dinge gestalten wollen, dann werden wir auch noch Baustellen haben. Die nächsten sind bereits in Arbeit. Eine haben wir, die ist der Brühl. In Vorbereitung ist die Schützenstraße, aber wir wollen sie ja insgesamt verschönern. Mühlgrabenbrücke ist ein eigenes Thema. Dort werden wir ja die provisorische Umleitung hoffentlich in den nächsten Tagen haben unter Verantwortung der Landesstraßenbaubehörde. Also ist es fürchterlich abzusehen, vielleicht können Sie mich da, können Sie das bestätigen, dass die Baumaßnahmen noch bis Mitte, also mindestens bis Mitte, Ende 2017 gehen, wenn man die Mühlgrabenbrücke ansieht und die Weißenfelser Straße und auch die Schützenstraße. Gut, in Anbetracht der Zeit, es tut mir leid, möchte ich dann jetzt hier dann doch nochmal einen Cut machen. Einen riesengroßen Respekt an euch. Ihr habt echt klasse durchgehalten. Das hätte ich persönlich nie erwartet, weil ich weiß, wie ich damals in der Schule war. Ein riesengroßes Dankeschön an die Oberbürgermeisterkandidaten. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Und zwar ganz kurz, in zwei Sätzen, möchte doch uns jeder von Ihnen für die Jugend hier im Raum mal was mitgeben. Was würden Sie der Jugend hier im Raum kurz in zwei Sätzen mitgeben? Das wäre jetzt unsere abschließende Bitte an Sie. Ja, mein Appell ist, gucken Sie sich die Welt an, machen Sie eine vernünftige Ausbildung, machen Sie ein Studium, gucken Sie sich die Welt an, arbeiten Sie woanders, aber kommen Sie zurück in unsere schöne Stadt. Will ich es genauso kurz machen? Ich habe immer von Wurzeln gesprochen.
Ich finde es gut, meine Wurzeln in der Zeit zu haben. Ich hoffe, dass ihr irgendwann feststellt, dass Zeit ein fruchtbarer Boden ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich wünsche euch, dass ihr mutig bleibt, dass ihr euren Weg geht, ob inside oder außerhalb. Es ist immer gut, Erfahrungen zu sammeln und dass ihr euch engagiert und gut über eure Heimat redet, weil wir gestalten sie gemeinsam. Deswegen sind wir auch heute hier zusammengekommen. Und ich habe noch etwas mitgebracht für den Jugendbeirat, eine Umfrage zum politischen Engagement von Jugendlichen vom Kinderschutzbund und eine Initiative von der Firma, von einer Limonadefirma, ich sage den Namen jetzt nicht, eine Spielplatzinitiative, mal ein Beispiel, wie man auch helfen kann. 100 Spielplätze in 100 Tagen ist voriges Jahr gewesen. Es gibt eine neue Möglichkeit, auch hier mitzuarbeiten. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Zeitz hat sich in vielen Gebieten jetzt schon gut aufgestellt. Ich lade euch alle herzlich ein. Gestaltet die Zukunft mit. Vielen Dank. Ganz kurz zum Schluss. Danke an euch, danke an eure Lehrer und eure Schulen, dass ihr heute hierher kommen konntet innerhalb des Unterrichts. Wir hoffen, es hat euch doch ein bisschen Information mitgebracht. Und für uns als Jugendbeirat eine Bitte an euch alle hier im Raum. Politik ist wichtig, Politik ist nicht einfach, das ist richtig, das stimmt, das hören wir sehr oft im Jugendbeirat. Aber am 28. ist Wahl und geht wählen. Wenn ihr schon 16 seid, dürft ihr wählen gehen. Also nutzt die Chance, ihr habt heute gehört, was möglich ist und wer was machen möchte. Und von daher nutzt eure Chance, unsere Stadt weiter nach vorn zu bringen und da auch selber mitzubestimmen. Noch ein kleines bisschen Dankeschön auch nochmal die Zeit zur Lupe. Hier könnt ihr auch nochmal die Aufzeichnung finden. Das ist Henry. Wer vielleicht auch nur mal Lust hat, ein bisschen was mit der Kamera zu machen, kann sich auch gerne bei Henry wenden. An Henry wenden, kein Thema, geht alles über Facebook. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, wir sind auch über Facebook erreichbar, kommt auf uns zu. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank und kommt gut wieder in die Schule oder weiter nach Hause oder wo auch immer ihr hin müsst.